Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das Schwierigste haben wir schon geschafft, wir haben ein Foto gemacht. Aber ich darf Sie jetzt hier alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung, die offensichtlich großes Interesse findet, die Neugestaltung des Münchner Hauptbahnhofs. Besonders begrüßen möchte ich unsere Referenten, allen voran den leitenden Baudirektor, Herrn Michael Uhmann, der die Frau Professor Merck vertritt, die einen kurzfristigen Termin bekommen hat beim Innenministerium und versprochen hat, dass sie versucht, noch zur Diskussion dazuzukommen. Aber den Vortrag übernimmt der Herr Uhmann. Es freut mich des Weiteren sehr, dass ich Herrn Günther Pichler begrüßen darf, den Leiter des Regionalbereichs Süd der Deutschen Bahnstation und Service AG. Und Herrn Diplom-Ingenieur Moritz Auer, einen der Architekten, der hier jetzt einen der Entwürfe jetzt auch vorstellen wird, die heute zur Diskussion stellen. Natürlich möchte ich auch begrüßen, in dem Fall ist das Begrüßen vielleicht ein bisschen nicht ganz richtig, aber meinen quasi Mitveranstalter, den Vorsitzenden des Ausschusses für Immobilienwirtschaft, Herrn Dr. Brückner. Und des Weiteren möchte ich auch, das ist grammatikalisch vielleicht nicht ganz richtig, begrüßen Herrn Professor Wickenhäuser, der quasi Gastgeber hier ist, nachdem seine Familie das Hotel betreibt und er auch noch der Vorsitzende des Vereins Südliches Bahnhofsviertel ist, das natürlich mittendrin liegt und der außerdem auch der Präsident des Münchner Forums ist und dann darüber hinaus langjähriger Vorsitzender des Bundes der Selbstständigen, also einer der Kenner der Materie und auch ein Multiunternehmer. Ja, des Weiteren freue ich mich, dass wir verschiedene Vertreter auch des Wirtschaftsbeirates heute dabei haben, unter anderem auch Robert Salzl, der nicht nur der Vorsitzende unseres Ausschusses für Tourismus ist, sondern der auch der Präsident des Tourismusverbandes München und Oberbayern ist. Und des Weiteren freue ich mich auch, dass wir unseren Generalsekretär Herrn Dr. Schachtner begrüßen dürfen. Stellvertretend für die Verwaltung, die ich auch ganz herzlich begrüße, darf ich Frau Katja Strohecker vom Planungsreferat München begrüßen. Stellvertretend für die zahlreich anwesenden Nachbarn, Herrn, weil ich mir nicht aufgeschrieben habe, Herrn Michael Geisel vom Königshof, die Vertreter der Konsulate und natürlich auch die zahlreich anwesenden Vertreter der Presse. Ja, nachdem wir heute nicht nur eine Fülle an Vorträgen haben, sondern auch einen gut gefüllten Raum und wir im Anschluss auch eine Diskussion haben werden, wo wir die Themen vertiefen können, möchte ich mich mit meinen Anmerkungen inhaltlicher Natur zurückhalten. Es sei mir nur ein paar wenige Sätze gestattet, als jemand, der München nicht nur als Münchner kennt, sondern auch als jemand, der in München Immobilien entwickelt und deswegen natürlich auch ein großes Interesse daran hat, dass München sich weiterentwickelt und die Potenziale hebt. Und wenn ich schon so anfange, können Sie sich vorstellen, dass ich überzeugt davon bin, dass die Entwicklung am Bahnhof für München ein Riesenpotenzial und eine Riesenchance bietet. Das Münchner Bahnhofsviertel mit seinen verschiedensten Facetten, mit seiner großartigen Vielfalt und seiner hervorragenden Lage ist grundsätzlich mal prädestiniert dafür, dass es ein pulsierender Stadtteil München sein kann. Und da spielt natürlich der Hauptbahnhof eine wichtige Rolle. Und traditionell sollte ja eigentlich auch ein Hauptbahnhof die Visitenkarte einer Stadt sein, wo die Menschen ankommen, wo die Menschen den ersten Eindruck haben. Und so gesehen finde ich es ganz großartig, dass hier jetzt eine Entwicklung angestoßen wird, über die wir uns als Münchner nur freuen können und von der das Viertel mit Sicherheit auch nur profitieren kann. In dem Zusammenhang möchte ich auch appellieren an alle Akteure, aber auch an alle Anwohner, alle Menschen, die mit dem Projekt zu tun haben, dass wir uns hier auch durchaus mal was trauen. Das, was ich bisher gesehen habe, sieht danach aus. Ich denke, dass wir in München immer wieder Mut brauchen und dass wir uns auch durchaus auch Mut leisten können, gerade bei solchen neuen Entwicklungen. So gesehen wäre das mein persönlicher Wunsch, dass wir uns hier was trauen. Ich denke, man darf auch gespannt sein, was jetzt kommt und was wir heute erfahren werden. Für mich ist sicher, es muss sich was tun und wir müssen uns was trauen. Ja, ich bin damit auch mit meinen einleitenden Worten schon fertig, was die Organisation angeht. Es gibt jetzt die drei Vorträge
und im Anschluss eine Podiumsdiskussion. Deswegen würden wir vorschlagen, dass wir während der Vorträge jetzt mal keine Fragen zulassen, sondern das nachher dann gebündelt bei der Diskussion machen, die Herr Dr. Brückner leiten wird. In dem Sinne freue ich mich mit Ihnen gemeinsam auf einen spannenden Abend und darf in dem Fall Herrn Uhmann bitten als ersten. Oder haben Sie es anders ausgemacht? Bei mir stehen Sie zuerst da. Herr Pichler, wollen Sie anfangen? Ja. Gut, Herr Pichler, Sie haben die Bühne. Vielen Dank. Genau. Ja, währenddessen, dass die Präsentation aufgemacht wird, meine Damen und Herren, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Günther Pichler, ich leite den Regionalbereich Bayern. Ja, wir sind halt in 7 Bahnregionen in Deutschland eingeteilt. Eine Region davon ist Bayern und da darf ich alle Bahnhöfe mit vertreten. Und ja, jetzt kommt ja schon das erste Chart, ist wunderbar. Und Sie sehen hier schon eine Prinzipskizze eines Bahnhofs, was für München Hauptbahnhof genauso nicht zutrifft, aber die Prinzipskizze ist trotzdem gut. Herr Wellner wird lachen, wenn man das bringt, weil er das als ehemaliger Verkehrsabteiler bestens kennt. Wir haben nämlich einen Bereich, das sind die Bahnsteige, das sind die Gleise, das ist all das, was wir eigentlich für die Mobilität der Menschen brauchen. Das ist das, was ich jetzt mal gemeinhin Vereinfachbahnhof fast nennen würde. Und dann geht es ums Empfangsgebäude und heute soll es bei uns hier fast ausschließlich um Empfangsgebäude gehen. Nur, Sie hören schon, ich sage fast ausschließlich, weil der Münchner Hauptbahnhof hat nämlich eine komische Konstruktion, das ist halt der Kopfbahnhof. Und da fährt man nicht dran vorbei, sondern da wird jetzt die Lok um 90 Grad gedreht und geht hier rüber. Und dann hast du rundherum auch noch ein Szenario, dass da U-Bahn ist und Straßenbahnen und zur S-Bahn geht es runter auch noch und überall hin. Das heißt, das Gebäude ist irgendwo integraler Bestandteil dieses Ganzen. Warum ich es nochmal aber trotzdem zeigen möchte und bringen möchte, weil sich bei uns auch alles so ein bisschen mischt. Ja? Die Verkehrsstation wird finanziert überwiegend über Bundesmittel. Freistaat Bayern finanziert mit für den barrierefreien Ausbau dort mit drin. Dort sind die Investitionen, wir nennen es mal ganz einfach gemeinwirtschaftlich. Ja? Einfach im Sinne der Daseinsvorsorge. Beim Empfangsgebäude hat man damals gesagt, bei der Bahnreform 1993 und in Kraft getreten zum 1. Januar 1994, die Empfangsgebäude, die sind eigenwirtschaftlich. Die können sich über die Vermietung refinanzieren. Und jetzt kommt wieder München Hauptbahnhof. Jetzt habe ich einen Nukleus, der da mittendrin hochkommt, um die zweite S-Bahn-Stammstrecke anzuschließen. Kommt hier eine ganze Menge, wenn hier der Verkehrsstrom dort durchläuft, Hunderttausende von Leuten, die irgendwie aber im Schwerpunkt verkehrlich dort Interesse haben und weniger zum Kaufen oder zum Verweilen oder zu sonst etwas. Das heißt, hier mischt sich das Ganze zwischen gemeinwirtschaftlich und eigenwirtschaftlich. Jetzt kann man mal sagen, im Keller unten hätte ich beinahe gesagt, also in der Verteilerebene, bis hin ins Erdgeschoss ist es schon ein bisschen in der Mischung mit drinnen. Warum sage ich das? Weil es immer wieder um Gelder geht, weil es um Finanzen geht, weil es um Dinge geht, wo man sich irgendwo einigen muss und wo man da einfach nicht sagen kann, ja, das macht halt der Bund oder das macht der. Mir ist es jetzt wichtig, und darum fange ich jetzt mit dem Vortrag gerade an, dass ich eigentlich mal die Bedeutung dieses Hauptbahnhofs ein bisschen herausstellen möchte. Denn der Münchner Hauptbahnhof ist nun mal, ja, ich bin verantwortlich für Bayern, habe ich gesagt, das sind 1015 Bahnhöfe, aber das ist heute mein größter. Leider Gottes nicht mein schönster, aber wirklich nicht mein schönster, ja, weil man halt seit Jahren Diskussionen hatte, seit 2 Jahrzehnten zur zweiten Stammstrecke und dann der Herr Wellner kann sich gut daran erinnern, als man den Architekturwettbewerb gemacht hat, da wird Herr Auer noch ein bisschen drauf eingehen, so ganz am Rande noch streifen, dieses ganze Thema. Ja, das ist eine ewig lange Entwicklung. Immer hat man gemeint, nächstes Jahr geht's los, in 2 Jahren geht's los. Ja, ich habe diesen Regionalbereich im April 2005 übernommen. Jetzt haben wir 2017 und 2005 hieß es, naja, 5, 6 irgendwann, jetzt unterschreiben wir die S-Bahn, ja, und dann könnte es wieder loslegen, weil wir haben hier eine Interdependenz zur zweiten Stammstrecke, logischerweise, wenn wir dort ein Gebäude mit drauf errichten wollen. Aber von der Bedeutung her, wir haben so im täglichen Durchschnitt ungefähr so um die 400.000 Menschen, die dort auf den paar Quadratmetern bei uns dort unterwegs sind. Das sind jetzt nicht die U-Bahn-Fahrer gedacht, das sind jetzt nicht die Verkehrsstationen der Stadtwerke, sondern das ist allein in unserem Areal, was dort einfach pulsiert. Jetzt kann man sagen, na gut, 400.000 Menschen, das ist halt, Verdoppelungen sind natürlich durch die Pendler auch dabei, aber sowas wie Augsburg ist einfach auf dieser kleinen Fläche
jeden Tag richtig unterwegs an einzelnen Personen. Muss man einfach wissen, weil wenn wir später was bauen, haben wir jeden Tag 400.000 Baustellenbesichtiger. 400.000 Leute auf der Baustelle. Also das wird auch eine Schwierigkeit werden, das wird auch eine Herausforderung für uns alle werden, wenn man das unterm laufenden Rad basteln muss. Ich habe schon gesprochen, eine Mobilitätsdrehscheibe, wie wir es heute neuhochdeutsch nennen, dass halt die Verknüpfung ist zur U-Bahn, zur S-Bahn, zu den S-Bahnen, dann bis das neue Gebäude auch mit da ist, das wird schon eine spannende Herausforderung auch drin. Dann im oberirdischen Bereich haben wir rund 900 Züge, unterirdisch ein bisschen mehr als 1000 Züge bei der S-Bahn dort mitfahren. Das ist eine verdammt hohe Zahl. Ja. Also wenn ich mal Hofbad Steben im Vergleich nehme, tut man sich dort schon leichter. Ja, das kann ich nur mit einem Bus im Notfall abfahren. Hier in dem Bereich, da geht nichts mehr mit Bussen in der Innenstadt mit herinnen. Die Zahlen muss man einfach so ein bisschen im Kopf haben, damit man sieht, was dort passiert. Dann auf 32 Gleisen, Gleise gehören nicht zu mir, bei der Bahnreform hat man es auch so aufgebaut, Gleise, der Bereich gehört alles zur DB Netz AG, die haben den Fahrweg, wir haben nur die Bahnhöfe, sprich also Bahnsteig, Personenbahnhöfe muss ich nur sagen, weil sonst kommen die Kollegen von Cargo und sagen, der Pichler hat alle Bahnhöfe übernommen, habe ich nicht, ja. Ich bin nur für die Personenbahnhöfe mit zuständig. Aber über diese Gleise geht es rein und das ist nicht viel. Wenn Sie sich die Zahl der Züge anschauen, wenn Sie überlegen, dass so ein Zug bereitgestellt werden muss, dass die Leute ruhig einsteigen wollen, da ist ein Kopfbahnhof schon ein bisschen behindert im Verhältnis zu einem Durchgangsbahnhof, ja, weil Sie brauchen länger mit der Wende, mit der Bereitstellung, mit all diesen Dingen, die da drin laufen. Dann für uns natürlich auch interessant fürs Empfangsgebäude, denken Sie vorher an Rot und Schwarz, gemeinwirtschaftlich, eigenwirtschaftlich an dieses Chart. Wir haben heute 80 Handelspartner drin, rund 100 Läden, 14.000 Quadratmeter Handelsfläche auch. Auch das muss betrieben werden und muss gemacht werden, unterm laufenden Rad übrigens auch, wenn man irgendwas umbaut. Und jetzt steht hier eine riesige Zahl, die gilt nur für das Areal des Hauptbahnhofs. In den nächsten Jahren, bis 27, 28, 29, ja, bis Gebäude auch alles fertig ist, haben wir hier rund 1,1 Milliarden nur am Hauptbahnhof. Das ist das Hauptempfangsgebäude, das ist der Starnberger Flügel von den Gebäuden her, das ist das Hallendach, das wir sanieren müssen, das ist die unterirdische neue S-Bahn-Station, die hier mit mehr als 300 Millionen zuschlägt in diesem Bereich da drinnen und so weiter und so weiter. Das ist eine gewaltige Summe, die nur auf den paar Quadratmetern da drüben stattfindet. Wenn man rübergeht, kann man es fast nicht glauben, dass man so viel mit investieren kann. Drum ist mir mal wichtig, Ihnen jetzt auch noch ein bisschen was anderes noch zu zeigen. Wir bauen eben nicht nur, Herr Auer, einen schönen neuen Bahnhof, so wie Sie bzw. Ihr Büro ihn mitentwickelt hat, so wie wir ihn mit der Stadt zusammen, Herr Uhlmann, verabschiedet haben und auf die Schiene gesetzt haben, dass das auch kommen soll, das Projekt. Nein, wir müssen zwischenzeitlich noch eine ganze Menge anders machen. Und Sie sehen ja hier, haben wir einen Holzkirchner Flügelbahnhof, der alles andere als großstädtisch ist. Ich sage immer, wenn man das rausschneidet hier bei der Aufzeichnung, da könnte man auch in Djibouti ankommen. Ja? Kein Bahnsteigdach, Bahnsteige irgendwo bei 35 cm unten. Also das ist nicht großstädtisch. Da denkt keiner, dass in der Landeshauptstadt München ist. Geht dieses Jahr los, diese Baustelle hier. Dann haben wir einen Starnberger Flügelbahnhof, wo wir was bauen müssen. Ich rede jetzt von der Verkehrsstation. Ja. Dann haben wir den Bereich, dass wir hier bei der Gleishalle sanieren müssen, aber ich komme es gleich nochmal im Einzelnen, dass die ganzen Themen mitlaufen müssen. Ne? Nochmal zurück. Und etwas, was man gar nicht sieht, das ist die Revitalisierung der unterirdischen Personenverkehrsanlagen. Das ist jetzt eben nicht nur der Bahnhof unten, also das, was am Hauptbahnhof tief ist, die S-Bahn-Station, sondern das war auch diese Verteilerebene, die dort läuft. Auch die hat uns jetzt 420 Millionen gekostet, die zu sanieren. Das ist natürlich auch die Verkehrsstation. Allein dort im Brandschutzbereich sind Millionen in die letzten Jahre hineingeflossen. Sie haben mitbekommen, dass wir erstmal die Deckenabhängung runtermachen müssen. Das ging deswegen, damit wir Verrauchungsräume hatten nach Düsseldorf, nach dem Flughafenbrand, sind die Auflagen immer mehr und immer mehr geworden. Dort musste man eine ganze Menge machen. Und in dem Bereich geht es relativ langsam voran, weil alle Investitionen, die dann später kamen, mussten gewisse Brandlastkurven erfüllen, bis du die durch hast, dass der TÜV sagt, das kann hier auftreten, dass das EBA das genehmigt. Brauchen wir hier nicht diskutieren, ist vorbei, aber jetzt kommt das nach und nach mit der gesamten Sanierung in diesem Bereich. Alle 5 unterirdischen Verkehrsstationen übrigens werden wir uns insgesamt auf der Strecke Hauptbahnhof drüben bis Rosenheimer Platz rund 48 Millionen bis 2019 investieren in die Revitalisierung, in die Modernisierung dieser unterirdischen Verkehrsstationen, die wir dort haben. Ja, weil man das halt sonst nicht sieht.
Dann Umstellung auf LED-Beleuchtung. An der Gleishalle hier vorne merken Sie schon, das ist schon auf LED umgeschaltet, weil da hinten kommt nach und nach das Ganze. Auch hier musst du investieren, musst du modernisieren. Und in der Übersicht sieht man es halt recht schön immer, die Gleishalle bleibt auch völlig unverändert. Denkmalgeschützt bleibt, wie sie ist. Ich finde es ja auch ganz toll, so filigran, wie das Ding aufgebaut ist. Gehen Sie mal, wenn Sie hier weggehen oder wenn Sie demnächst wieder mal auf dem Hauptbahnhof sind, und schauen Sie mal in diese Gleishalle nach vorne. Das ist toll, das ist lichtdurchflutet, das ist wirklich völlig anders aufgebaut und es behindert nicht irgendwelche Riesenstreben, wie Sie sie in Frankfurt haben oder so. Na, Sie haben hier wirklich den Blick Richtung Pasing, hätte beinahe gesagt, zur Grundwegwerbung, die dort hinten noch dran ist, die ja schon fast ein Charakteristikum für Münchner Hauptbahnhof geworden ist, auch wenn demnächst, glaube ich, Stadtwerke München da oben stehen wird. Ja, die SWM macht da irgendwann ihre Werbung dort mit hoch. Aber die Halle muss auch saniert werden, und zwar das Dach oben. Da sind wir auch bei Investitionsvolumen zwischen 220 und 28 Millionen. Da werden wir sehen, was es alles dann kostet, weil manche Dinge sieht man erst, wenn man oben aufmacht, wie die Streben wirklich ausschauen. Aber ist klar, nach so und so vielen Jahren muss das gemacht werden. Dann geht es weiter mit der Verlängerung der Bahnsteigdächer, die wir hier vorne mit haben, neben der Sanierung des Dachs. Auch das gehört irgendwo natürlich mit dazu. Sie sind heute in dem Bereich, dass sie hier vorne ja ins Freie laufen. Das möchte man, soweit es geht. Die Dächer müssen sowieso erneuert werden. Dann muss man dort vorne auch diese Dächer ein bisschen mit verlängern. Nächstes Thema ist praktisch der Holzkirchner Flügelbahnhof. Ich habe schon angesprochen, das läuft jetzt los, dieses Jahr. Soll nächstes Jahr abgeschlossen sein. Warum pressiert es uns da ein bisschen? Weil wir dann natürlich ganz schnell eine andere Baustelle brauchen. Sie haben die Zahlen noch im Kopf. Wir haben nur 32 Gleise. Und der Betrieb in Spitzenzeiten braucht eigentlich alle 32 Gleise. Du hast kaum was frei. Jedes Mal, wenn du ein Gleis irgendwo oder zwei Gleise rausnehmen musst, weil du einen Bahnsteig neu baust, hast du ein echtes Problem in der betrieblichen Abwicklung. Das kann man sich so gar nicht so ohne weiteres vorstellen, aber jeder Modellbahner weiß, wenn voll ist irgendwo, dann kriegst du nichts mehr rein, du musst erst wieder was rausziehen. Und wenn du weniger Gleise hast, ist es problematisch an dieser Stelle. Dann sehen Sie noch eine Kleinigkeit hier. Das wird auch spannend, weil die meisten, die am Holzkirchener Flügel ankommen, gehen hier nämlich am Gleis 11 vor. Gleis 11 werden wir erhöhen. Ich weiß nicht, wer es im Kopf hat so. Gleis 11 ist ein sehr tiefes Gleis und erst weiter hinten am Ende der Halle steigt es dann langsam auf die 76er Regelhöhe, 76 cm Bahnsteighöhe. Also das ist so wie hier ungefähr, ja, beim Tisch. Und hier vorne ist aber wesentlich niedriger. So, wenn der Meridian reinfällt, dann stolperst du halt aus diesem Zug. Beim Fernverkehr ist es nicht so dramatisch, weil die Treppen schon runtergehen die ganze Zeit. Aber die Leute, die Nahverkehrszüge fahren, sind gewohnt, dass man barrierefreie Systeme hat, dort, wo es irgendwo mitgeht, und denken doch nicht dran, dass der Münchner Hauptbahnhof so eine Stufe plötzlich hast. Vor allem, weil es nur ein Teil des Zuges mitmacht, wenn er ein bisschen länger ist. Der zum Ende der Gleishalle hin steht, hat er schon eine Bahnsteigerhöhung. Also auch das wird verändert, damit die Verkehrsstation auch ertüchtigt wird in dieser Zeit parallel. Spannend wird es natürlich, wenn wir hier fertig sind, Holzkirchen, gehen wir hier zum Starnberger Flügel hoch. Auch der muss dringend gemacht werden. Der ist ja auch in falsches Ding erwischt. So, da ist er wieder. Auch der muss dringend gemacht werden hier. Hier haben wir auch immer gewartet, wie ist die Entscheidung hier zum Gebäude? Hängen wir wieder vom Gebäude ab, weil das muss vor dem Gebäude gemacht sein, der Starnberger Flügelbahnhof. Heute gehen zum Beispiel die Oberleitungsabspannungen ans Gebäude. Mist, muss man entkoppeln, muss man wirklich frei machen, damit man wirklich dem entspricht, dass die Themen unabhängig sind, Gebäude und die Verkehrsstation dort mit draußen. Ja, dann natürlich etwas sehr Wesentliches, was man immer von der Stadt auch mit als Forderung mit hatte, was der Freistaat schon vor Jahren uns mal gesagt hat, untersucht das mal. Das ist eine zusätzliche Querung. Zuerst hat man meint, man nimmt vielleicht mal den Posttunnel, aber der ist viel schmal für den Fußgängerverkehr. Den kannst du noch zum Versorgen von Fahrzeugen und anderes gebrauchten Posttunnel. Aber nicht für das, sodass wir hier überlegen, die beiden Dinge hier miteinander zu verbinden. Die Planung läuft gerade an. Leistungsphase 1, 2 ist mit beauftragt. Und da laufen in diesem Jahr, glaube ich, um die 400.000 Euro in die Planung. Von diesem zusätzlichen Steg, der dann weiter oben rüber geht, aber auch bitte barrierefrei, also jeder Bahnsteig wird dann mit einem Lift wieder mit angeschlossen und so weiter in diesem Bereich. Ja, und dann hast du natürlich noch eine Aufgabe, deswegen ist jetzt übers Gesamtareal einschließlich der Gebäudeanlagen vorne gezogen. Wir haben natürlich noch eine Mindestinstandhaltung, die wir auch machen müssen, bis man insgesamt das gesamte Areal modernisiert und aufgebaut hat. Erst dann im Endeffekt
sind bei mir diese 1,1 Milliarden weg. Heutiger Preisstand, ja, darf man auch nicht vergessen an dieser Stelle. Ich glaube schon, dass es sich aber lohnt, dass man die einzelnen Themen macht. Und hier habe ich jetzt schon ein paar Bilderchen mit drinnen, damit man den Zusammenhang mit der zweiten Stammstrecke, mit dem Nukleus sieht, der da in der Mitte rauskommt. Das Hauptgebäude, das dann hernach der Herr Auer alles vorstellen wird von der Architektur her. Nur dann macht das Sinn, wenn hier praktisch ein Gesamtensemble erneuert ist, rund erneuert ist und komplett saniert ist. Das ist eine ganze Menge, eine riesige Herausforderung. Und jetzt ein letztes, einfach so ein Zeitstrahl. Wir haben hier die Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke. 2027, 2026 haben wir ja zurzeit immer mit drin, Dezember 26, also für den Fahrplan 27 damit drin. Wenn Sie diesen Datum hier ansetzen würden, würden Sie hier praktisch im Endeffekt rund 3 Jahre zurückgehen. Ja? Dann können wir mit dem Hauptempfangsgebäude beginnen. Das wäre dann praktisch 2023 mit dem Neubau. Auch hier geht es wieder, wie ich immer sage, so homöopathisch voran, so in einzelnen kleineren Schritten mit voran, weil wir halt 400.000 Leute am Tag haben, weil du nicht alles auf einmal machen kannst, weil man das Gesamtareal braucht. Und wenn man die 5,5 Jahre gesamte Bauzeit sieht, wären wir dann praktisch zum Fahrplan 29 so übereinander fertig oder im Jahr 29. Dann wäre das Gesamtensemble fertig. Jetzt wird der ein oder andere fragen, was ist denn dann eigentlich mit dem Starnberger Flügel? Den planen wir vorzuziehen. Ja, Starnberger Flügel könnte man etwas früher bauen, weil wir mit der Verkehrsstation fertig sind. Dann kann man 21, 22 den Starnberger Flügel hochziehen und dann im Endeffekt das Hauptempfangsgebäude hochziehen. Weil das Hauptempfangsgebäude einfach diese starke Abhängigkeit zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke hat, der Starnberger Flügel hingegen nicht. Aber was wichtig ist, hier kommen halt mit der zweiten Stammstrecke und den ganzen neuen Gebäuden 2 Jahrhundertprojekte, wie wir es immer nennen, für München auf jeden Fall zusammen. Ja, neue Empfangsgebäude, zweite Stammstrecke. Wir kriegen ein zukunftsorientiertes, haben wir gerade gesagt, Visitenkarte, ja, Tor zur Stadt. Einfach etwas ganz Neues, was die Landeshauptstadt auch wirklich verdient hat. Schade, dass ich bis dahin nicht mehr Regionalbereichsleiter bin, weil da einfach meine Zeit abgelaufen ist. Ja, ich hoffe, meine Arbeitszeit, nur nicht die volle Zeit dort mit drin, weil das möchte ich schon gerne noch miterleben. Und hier hast du wirklich tolle Chancen für München, weil wir dann ein völlig anderes Entree in dieser Innenstadt haben. Und Fritz Wickenhäuser, den ich gerade nicht mehr sehe, der vorher da war, der hat sich auch gefreut und hat gleich nach der ersten Entscheidung, wo wir es im Stadtrat durchbekommen haben, hier das ganze südliche Bahnhofsviertel zusammengetrommelt gehabt, seine Vereinsmitglieder zusammengetrommelt. Und da habe ich damals auch so einen kleinen Vortrag gehalten, was da kommt. Aber heute hören wir es dann professioneller von Herrn Auer. Jetzt würde ich gerne übergeben an die Landeshauptstadt, ja, weil wir brauchen natürlich nicht nur den Bahnhof, sondern auch eine verkehrliche Gesamteinbindung des Ganzen. Machen Sie es wieder? Ja. Und bitte, Herr Ullmann. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Brückner, sehr geehrter Herr Hammer. Ja, ich vertrete heute Frau Merck, die bedauerlicherweise verhindert ist und möchte jetzt eben einfach nach dem System Bahnhof das System Stadt kurz vorstellen, weil letztendlich ist es eben doch ein sehr bedeutender Ort für die Stadt. Und eben, wenn man die Zahl hört, 400.000 eben Ankommende, Wegfahrende auf dieser Fläche, dann ist eben also die Einbindung im Endeffekt des Hauptbahnhofes in den Gesamtstruktus, in die Altstadt von überragender Bedeutung. Ich werde den Vortrag ein bisschen chronologisch, weil Sie hatten gesagt, ob Sie das 2029 noch im Dienst erleben, ist eine Frage. Ich werde es ja wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber wenn man sich die Vorlaufzeit anschaut, dann weiß man an und für sich, was dahinter steckt. Hier sehen Sie nochmal den Blick über den Hauptbahnhof. Eben die Erforderlichkeit wird eben vielleicht auch aus dieser Situation eben schon deutlich, wenn man eben den nördlichen, den südlichen Bahnhofsvorplatz sich anschaut, auch den Vorplatz eben vor eben dem jetzigen Empfangsgebäude. Wenn Sie eben also dorthin gehen, eben durch die Fahrräder sich durchkämpfen und weiß man, dass eben sowohl das Verkehrssystem Bahn dem nicht mehr gerecht wird, als auch die Anforderungen aus dem allgemeinen öffentlichen Raum. Ja, der Neubau Hauptbahnhof
hat eben also schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Er setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Das sind erstmal die wesentlichen bahnaffinen Nutzungen. Das ist eben also mehr oder weniger das neue Empfangsgebäude. Das ist der Holzkirchener Bahnhof. Das ist eben der Bereich Starnberger Flügelbahnhof im Eingangsbereich. Etwas gesondert betrachten muss man eben den neuen Hochpunkt, wie er eben vorgeschlagen ist, in denen eben auch noch vielfältige andere Nutzungen mit aufgenommen werden sollen. Dies ist im Endeffekt jetzt schon eben der Entwurf von Auer und Weber, aber man sieht eben also, im Bahnhof hat eben kein Alleinstellungsmerkmal, sondern er muss ja angedient werden, die Taxivorfahrten, die Fahrräder, all dieses muss im Endeffekt in dem ganz Gesamtkonvolut mit bearbeitet werden. Ja, wann haben wir angefangen? Und gerade das Büro Auer Weber, das eben also diese ganze Planung schon lange begleitet, muss man einfach eben sagen, also langes Durchhaltevermögen. Der Wettbewerb, und da hat es natürlich schon die Vorarbeiten eben letztendlich gegeben, 2003, 2004. Und hier hat sich eben also auch schon als die Arbeit von Auer und Weber eben also sehr stark eben präsentiert und eben man hat allerdings eben die Notwendigkeit von Überarbeitung gesehen. Aufgrund dessen hat man eben noch eine zweite Arbeit mit hinzugezogen, die von Gebers Kühn und Kühn, die eben also auch gleichzeitig dann nochmal von der Bahn mit der Überarbeitung beauftragt worden ist. Wesentlich war eben, das war eben kein Wettbewerb der Bahn, sondern es war ein Wettbewerb der vom Freistaat Bayern, Landeshauptstadt München und der Deutschen Bundesbahn eben letztendlich Gemeinschaft ausgelobt worden ist. Die Bekanntgabe und so weiter, das lasse ich jetzt einfach mal weg. Die Überarbeitung hat dann eben also doch auch wieder mehrere Jahre eben benötigt. In der Überarbeitung hat sich dann im Workshop-Verfahren eben als erster Preisträger die Arbeit von Auer und Weber Assistierte herausgestellt. Ich weise jetzt schon noch mal darauf hin, weil das eben vielleicht noch später ein Thema wird. Also diese jetzigen Konzepte basierten noch nicht auf dem Hochpunkt am Starnberger Flügelbahnhof. Das Wettbewerbsergebnis wurde vorgestellt dem Stadtrat und der hat eben das auch zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Landeshauptstadt München selber hat, es hat ja eben also schon mal die ein oder andere Vergnügungsstätte in der Gegend des Hauptbahnhofs gegeben, hat zur Sicherung eben der städtischen Ziele hier eben einen Aufstellungsbeschluss schon 2007 gefasst, in dem eben also sowohl für die Einzelhandelskonzeption, Vergnügungsstätten, Höhenentwicklung gewisse Zielvorgaben formuliert worden waren, die aber mit dem Entwurf von Auer und Weber noch kompatibel waren. Das war aber noch nicht Ende des Spiels. Also letztendlich eben kam ja dann auch noch der Transrapid. Und die ganze Fragestellung war eben, man hat natürlich auch die ersten Kostenkalkulationen seitens der Bahn gemacht und hat eben also festgestellt, dass eben also man mit dem gesamten Bauvolumen und dem Finanzierungsvolumen schon top of the level ist und hat eben überlegt, inwieweit kann ich reduzieren. Und hier hat eben dann es einen Entwurf gegeben, der von der Bahn selbst gemacht worden ist. Diese Machbarkeitsstudie wurde auch dem Stadtrat vorgestellt. Der Stadtrat hat sich hier eben also relativ deutlich nochmal zu dem Entwurf Auer und Weber bekannt und hat dies als keine zielführende Maßnahme gesehen. Alles, was eben ein bisschen länger dauert, passieren dann eben Geschichten, die man eben also letztendlich eben nicht kalkuliert. Natürlich war eben vor Auslobung des Wettbewerbs abgefragt worden, was steht unter Denkmalschutz. Das Relief über dem Haupteingang war bekannt, das ist im Endeffekt aber auch an einer anderen Stelle unterzubringen. Die Gleishalle war im Endeffekt Wettbewerbsvorgabe und war auch klar, dass eben die erhalten werden muss. Neu war eben die Unterschutzstellung 2010 von dem Starnberger Flügelbahnhof. Das ist jetzt ein Denkmal und wir müssen im weiteren Verfahren im Endeffekt auch mit diesem Denkmal umgehen. Die jetzige Konzeption beruht allerdings auf einem Abbruch des Denkmals. Ja, das war jetzt rückwärts. Ja.
jetzt vielleicht zu dem aktuellen Planstand. Es ist, also ich hatte vorhin schon mal kurz angesprochen, dass eben zwischenzeitlich nochmal eben Prüfungen auch gelaufen sind, inwieweit ich eben also am Starnberger Flügelbahnhof eine Gleisüberbauung machen kann. Es war der Versuch der Integration des Transrapides, der dann eben also während eben also der Machbarkeitsstudie aufgegeben ist. Die Gleisüberbauung ist im Endeffekt letztendlich daran gescheitert. Da hat man also versucht, noch in der Höhenentwicklung zu bleiben, weil eben der Starnberger Flügelbahnhof vorwiegend mit Dieselloks angefahren wird und diese Dieselloks eben einfach den Ruß und eben also den Gestank von sich geben. Das war in dieser Situation nicht bewältigbar. Deswegen ist eben nochmal eine Überarbeitung erfolgt. Hinsichtlich der Überarbeitung haben wir es jetzt mit einem Hochpunkt am Starnberger Flügelbahnhof mit 80 Metern zu tun. Diese 80 Meter lassen sich im Endeffekt aus dem städtischen Umfeld nicht herleiten, sondern eben also für die Realisierung dieses Flügelbahnhofes oder dieses Gebäudes ist eben also planungsrechtliche Neuordnung erforderlich. Diese Gesamtkonzeption ist eben dem Stadtrat Landeshauptstadt München eben 2015 zum Beschluss vorgelegt worden und hat im Endeffekt eine grundsätzliche Zustimmung in dieser Stadtratssitzung bekommen. Parallel dazu sind natürlich auch weitere Fragen eben auch in dieser Beschlussvorlage behandelt worden. Klar muss man heute sagen, es gibt eben zu der Ausgestaltung des Bahnhofsvorplatzes zur Altstadt gibt es eben also noch keine verkehrliche abschließende Position, also ob eben dieser Bereich, also beschlossene Position, ob dieser Bereich verkehrsberuhigt wird oder nicht verkehrsberuhigt wird. Es ist also eben grundsätzlich eben noch eine vertiefende Verkehrsuntersuchung erforderlich, inwieweit eben die Andienung, Abwicklung eben dieses Verkehrs letztendlich über die Arnulfstraße, dann in der Verlängerung am Alten Botanischen Garten vorbei, beziehungsweise über die Bayerstraße, inwieweit die verkehrliche Abwicklung dort möglich ist. Das zweite Thema, dass man eben aus der heutigen Situation sehr gut ablesen kann, ist, dass eben die Abschätzung im Endeffekt der Dimension, das, was man an Radlständern braucht, liegt in der Größenordnung bei 3000 eben Fahrradabstellplätzen, die eben für die Abwicklung, vielen Dank, erforderlich ist. Eine riesen Anzahl und also auch der Platz muss im Endeffekt geschaffen werden. Ganz wesentliche Funktionen werden eben dem nördlichen und dem östlichen Bahnhofsvorplatz eben also zukommen, die im Endeffekt diese ganzen Andienungsfunktionen letztendlich übernehmen müssen. Weil das die Planung nicht so einfach ist, kommt eben dann noch ein zusätzlicher Aspekt dazu, dass man natürlich die Verbindung Hauptbahnhof und eben MVV auch eben verbessern möchte. Das eine ist eben mal die zweite S-Bahn-Stammstrecke, die eben also erforderlich ist, zu der es zum Glück jetzt ja die Finanzierungsvereinbarung gibt mit dem Freistaat Bayern, sodass eben also auch dort wir jetzt eben mehr oder weniger von einem integrierten Konzept ausgehen können. Und die zweite Sache ist im Endeffekt die, dass eben also auch die Trambahngleise, also das ist eben also die MVG, eventuell noch ein drittes Trambahngleis am Bahnhofsvorplatz erforderlich wird, um auch dort die Verkehrsfunktion besser auffüllen zu können. Das heißt eben noch zusätzliche Raumansprüche. Wir müssen natürlich aber auch die Gegebenheiten der jetzigen Erschließung sehen. Also wenn Sie die Karstadt am Hauptbahnhof sich anschauen, das wird momentan über die Schützenstraße angedient. Diese Funktionen müssen natürlich eben auch in der weiteren Konzeption beachtet werden. Nur hier hatten wir eben jetzt den wesentlichen Beschluss, der im Endeffekt gesagt hat, also wir können im Endeffekt auf der Grundlage des Konzepts von Auer und Weber mit in die Planung im Endeffekt vertieft einsteigen. Eine weitere Forderung aus diesem Beschluss war, dass wir eben in die Kommission für Stadtgestaltung gehen mussten. Dort wurde es vorgetragen, auch immer eben unter dem Gesichtspunkt, da ist ja das Landesamt für Denkmalpflege beteiligt, auch der Heimatpfleger, der Stadtheimatpfleger, die untere Denkmalschutzbehörde, dass eben also mit dem Hochpunkt. Und hier ist im Endeffekt eben auch wieder grundsätzlich eine Zustimmung zu dem Konzept erfolgt. Hier geht es natürlich auch um eine Güterabwägung. Wir haben ein profilüberragendes Gebäude. Wenn man eben also den Neubau Starnberger Flügelbahnhof sich anschaut,
dann sind wir eben bei circa 80 Metern. Wenn man das NH-Hotel oder Kaiser, hieß es glaube ich früher, sich anschaut, dann liegen wir eher eben bei einer Höhenentwicklung bei 50 Metern. Auf der anderen Seite haben wir die Achse, bahnbegleitend, die im Endeffekt eben also schon auch profilüberragende Gebäude hat. Und die eben also aus unserer Sicht, wenn man eben also gerade auch die Besonderheit des Standortes sieht, eben also hier einen Hochpunkt rechtfertigen. Ja, jetzt komme ich auch langsam zum Ende. Also so ein Verfahren oder so eine Geschichte, und ich mache vielleicht die nächste Folie, da ist nochmal eben einfach aufgezählt, was haben wir denn eigentlich zu tun? Und wenn man allein im Planungsprozess, das ist jetzt überhaupt noch nicht das Bauwerk, das ist im Endeffekt nicht die Koordination, die erforderlich ist, planen wir als Landeshauptstadt München mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf einer bahngewidmeten Fläche. Das heißt, im Endeffekt haben wir für diese Fläche überhaupt keine Planungshoheit, sondern wir können nur plankompatibel überplanen. Das heißt, bei der plankompatiblen Überplanung, wenn man jetzt nochmal an den Starnberger Flügelbahnhof denkt, dort sind die Leitungen, die Oberleitungen sind im Endeffekt angebracht am Gebäude. Wenn jetzt der Starnberger Flügelbahnhof abgebrochen wird, dann muss im Endeffekt das Ganze neu aufgehängt werden. Das bedeutet, dass wir eben also auch eine Anpassung und Rückbauplanfeststellung machen müssen, um überhaupt die Voraussetzungen schaffen zu können, dass wir im Endeffekt eben also einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan machen können. Grundsätzlich ist ein zusätzliches Problem ist, dass wir natürlich über das Planfeststellungsverfahren bei der Bahn keine Kompetenz haben. Wir haben die Planungshoheit, eben die gemeindliche Planungshoheit, und hier ist das Eisenbahnbundesamt als Partner im Endeffekt eben für dieses Verfahren zuständig. Dann ist eben vorgesehen, also eine Planfeststellung ab dem Empfangsgebäude einschließlich der Vorplätze zu machen. Das ist eben die Zuständigkeit der DBAG. Und zusätzlich werden wir aber zur Sicherung eben der Einzelhandelskonzeption auch um Verdrängungswettbewerbe eben in die Innenstadt, in die Altstadt zu vermeiden, eben eine Sortimentsordnung, eben also Sortimentsgliederung und eine Sortimentsobergrenze für den Bereich mit einem einfachen Bebauungsplan in diesem Bereich machen. Dann haben wir noch die Planfeststellung zweite S-Bahn-Stammstrecke, die ist ja mehr oder weniger eben Beschluss. Und wenn es eben zum dritten S-Bahn-Gleis kommt, Straßenbahngleis kommt, Trambahngleis kommt, dann werden wir auch dort noch ein weiteres Planfeststellungsverfahren haben. Sie sehen eben also jetzt das Rückbau- und Anpassungsplanfeststellungsverfahren steht gar nicht mit drauf, dass eben allein die planerische Konzeption schon eine Riesenherausforderung ist. Und deswegen hat es eben jetzt mit Beschluss kurz vor Weihnachten eine Rahmenvereinbarung gegeben zu eben dem Hauptbahnhof, in denen wir gemeinschaftlich mit der Bahn uns eben ganz bestimmte Verpflichtungen aufgelegt haben zur Zusammenarbeit und auch zur Projektsteuerung, die eben also tatsächlich eben auch dort zwingend geboten ist, die Synchronisation der Verfahren. Wir wollen natürlich keinen Starnberger Flügelbahnhof als Stadt und kein Empfangsgebäude, sondern wir wollen natürlich, dass eben beides kommt. Aber es sind in unterschiedlichen Verfahren, unterschiedlichen Horizonten ist eben dies anzugehen, auch da sind entsprechende Regelungen zu. Darüber hinaus ist eben also in der Stadtgestaltungskommission und auch vom Stadtrat eben die Einrichtung eines Beratergremiums gefordert worden, das eben also mehr oder weniger jetzt schon installiert ist. Die erste Sitzung ist auch schon erfolgt. Frage eben des Einzelhandels, was ist noch verträglich, die Aktualisierung eben des uns vorliegenden Einzelhandelsgutachten. Ist in der Stadtgestaltungskommission die Forderung erhoben worden, dass eben also, wenn wir schon eben dort mit einem Profil überragendem Gebäude arbeiten, mit einer Höhe von 80 Metern, dass eben auch ein gewisser Nutzwert für die Öffentlichkeit erreicht werden sollte. Und da sind wir auch im Gespräch mit der Bahn, eben dieses in irgendeiner Form tatsächlich im obersten Stockwerk zu leisten. Das ganze Zubehör, das eben also auch noch erforderlich ist, also Kfz-Stellplätze, Fahrradabstellplätze, wir haben Bunkeranlagen am nördlichen Bahnhofsvorplatz, am östlichen Bahnhofsvorplatz, wir haben über der U4 haben wir ein Luftgeschoss. All diese Potenziale sind im Endeffekt geprüft worden, sind eben sich eben vorausschauend schon mal angeschaut worden und werden eben weiter eben dem Ergebnis zugebracht. Und dann gibt es eben das Thema, was wir beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch haben, dass wir eben beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch entsprechende Bauverpflichtungen mit einbauen. Das ist im Endeffekt Kern eben dieser Rahmenvereinbarung. Das ist jetzt eben quasi unser Programmheft, wo wir in den verschiedenen Strukturen, Projektgruppen und so weiter und so fort zusammenarbeiten,
um dieses sehr, sehr bedeutende, aber auch sehr schwierige Projekt auf die Reihe zu bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Uhmann. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen an den Ausführungen von Herrn Uhmann, das war jetzt nochmal ganz bildhaft oder eindrücklich, wie komplex das Projekt tatsächlich ist. Das Projekt ist also nicht nur planungsrechtlich und von den Rahmenbedingungen komplex, es ist tatsächlich auch von seinen Funktionen und dem, was es leisten soll für die Stadt, aber auch funktional in seinem Inneren extrem komplex. Und Herr Pichler hat ja gesagt, es gab einen Wettbewerb schon 2003 mit Überarbeitung 2004 und dann letztlich nochmal eine weitere Stufe, eigentlich eine entscheidende Stufe im Jahr 2006, wo dann die letztendliche Entscheidung grundsätzlich für unser Konzept fiel. Also das sind die Schritte gewesen und ich will Ihnen versuchen, heute es ist sehr schwierig, wie Sie sehen, das Projekt hat eben diese Komplexität und es ist natürlich nicht einfach, Ihnen jetzt in dem Rahmen innerhalb von 20 Minuten oder einer Viertelstunde das Projekt in Gänze vorzustellen, aber ich werde versuchen, auch aufbauend eigentlich auf den Grundideen der Konzeption, Ihnen die wesentlichen Dinge zu erläutern, damit man einfach einen Einblick hat in die Thematik und in die Themen, die sich stellen. Das ist das Gesamtprojekt, wie Sie es vielleicht auch schon mal in der Presse gesehen haben, bestehend aus dem Empfangsgebäude mit dem Bezug zum Vorplatz und dem Bereich des Starnberger Flügelbahnhofs im Norden, der ja eine ganz besondere Bedeutung auch für die Funktion, aber letztlich auch für die Adressierung des gesamten Areals und des Gesamtprojekts in der Stadt hat. Ich denke, jeder kennt die Lage des Bahnhofs in der Stadt. Wir haben leider keine höher stehende Leinwand. Ich hoffe, dass Sie es ein bisschen sehen können. Hier die eigentliche Innenstadt und der Bahnhof, der jetzt sozusagen in dieser Schneise bis an die Stadt, die Gleisachse bis an die Stadt reicht und den Kopfbahnhof, der hier den Endpunkt dieser Bewegung in die Stadt rein definiert. Die Bahnhöfe waren ja historisch eigentlich immer am Stadtrand, erstmal Entwicklungszentren, Motoren letztlich auch für Stadtentwicklung, wenn man sich die großen Metropolen anschaut, dann waren die Bahnhöfe eigentlich immer eher vor der Stadt und die Stadt ist sozusagen rangewachsen oder die Bahnhöfe sind eingewachsen. Wir haben ja im Grunde nur in Berlin eigentlich heute eine Sondersituation, dass eben der Bahnhof eigentlich in so einer Entwicklungssituation muss man sagen, fast in der Steppe gebaut wurde und heute langsam wächst er sozusagen in das städtische Gewebe ein, weil die Stadt sich um den Bahnhof und an den Bahnhof heranbewegt. Und wir haben ja hier in München oder wenn Sie andere Metropolen in Europa anschauen, eigentlich eher die Situation, wir haben innerstädtische, hochverdichtete Situationen, Bahnhöfe, die teilweise eben nicht mehr leistungsfähig sind oder eben auch tatsächlich in einem baulichen Zustand sind, der eben ungenügend ist. Und dann gibt es eben große Entwicklungen in den letzten Jahren zu beobachten und zu sehen, wie sich eben Bahnhöfe als im Zentrum entwickeln, wie sie neu interpretiert werden, eben nicht mehr als reine Verkehrsstation, sondern tatsächlich auch als Dienstleistungs-, als Handelszentrum, als Bürostandort etc. Im Grunde dadurch auch tatsächliche Motoren für eine Entwicklung auch in den Quartieren werden, wenn Sie da an Wien denken mit den zwei Bahnhofsprojekten, wenn Sie nach Holland schauen, gibt es dort Projekte in Rotterdam etc., einen ganz neuen Bahnhof, also einfach wichtige Entwicklungspunkte oder Auslöser für Entwicklungen, die das städtische Umfeld letztlich massiv prägen im positiven Sinne und dann Entwicklungsschübe auch auslösen. Ich zoome jetzt einfach mal langsam ran. Sie sehen hier nochmal, was vorhin schon genannt wurde. Es handelt sich um ein Gesamtprojekt, was immer aus zwei Teilprojekten besteht, dem eigentlichen Empfangsgebäude und dem Bereich des Starnberger Bahnhofs. Und was wir ja heute sehen können oder was man eigentlich auch als Reisender heute erlebt, wenn man im Bahnhof ankommt, wollen Sie ja als Reisender oder eigentlich die Gäste, die wollen oder auch diejenigen, die pendeln oder die eben in die Stadt wollen, das ist sozusagen die eigentliche zentrale Achse, die man heute sucht, die man gerne eigentlich begehen würde, die aber heute tatsächlich in diesem Vorplatz eine massive Barriere erfährt oder wo eigentlich diese Bewegung in die Stadt kaum möglich ist.
sondern heute ist es eigentlich eher so, dass man nach Süden oder nach Norden auf die Vorplätze eher den Zugang in die Stadt findet als über die zentrale Achse, weil sie hier tatsächlich dieses Problem haben mit dem heute total mit Verkehr belegten Vorplatz und dann auch im Weiteren eine ziemlich zugebaute Achse der Schützenstraße. Ich habe da mir vor 2-3 Jahren mal die Mühe gemacht, für einen anderen Vortrag nochmal einfach eine Begehung in dem Areal zu machen. Hier nochmal das Gesamtensemble, also das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, dieses Luftfoto, das ist die Situation, die Herr Pichler vorhin nochmal beschrieben hat. Wir haben eben ein Konglomerat oder eine Ansammlung unterschiedlichster Bauteile, Baustile, Epochen, also sehr viel eigentlich aus der Zeit der späten 50er und der 60er Jahre. Wir haben die denkmalgeschützte Gleishalle von Franz Hart als wirklich tollen Raum, als auch eine wirklich tolle Ingenieurleistung hier. Aber wir haben eben auch Relikte aus, man sagt immer die Bürgleinbauten oder die Flügelbauten, das sind Überreste des ehemaligen Bürgleinbahnhofes, waren aber diese Flügelbauten, sogenannten historischen Flügelbauten, waren komplett zerstört im Krieg und sind nach dem Krieg wieder aufgebaut worden, leider in sehr schlechter Qualität, jetzt nicht von der äußeren Erscheinung, sondern eigentlich von der Substanz und von der Nutzbarkeit, also in sehr, sehr schlechten Zustand. Hier auch wichtig, diese Bereiche dieser sogenannten Randbauten, die die Gleishalle flankieren, eben auch ein Thema, was bei unserem Entwurf dann eine große Rolle gespielt hat. Wie geht man hier um in dem Übergang Empfangsgebäude zur Gleishalle und dann die beiden Pole im Süden, das bestehende Hotel, ein Fünf-Sterne-Hotel, was ja heute hier seine Adresse hat und auch die Frage deswegen, welche Qualität bekommen denn die Vorplätze, das Umfeld des Bahnhofes, was ja ganz, ganz wichtig wird in der weiteren Planung, welche Qualitäten entstehen, welche Bezüge entstehen dann ins Quartier, welche Aufenthaltsqualitäten entstehen auch im Umfeld des Bahnhofes, wenn man eben mit dem Verkehr neue Formen findet, diesen zu organisieren und eben auch zu optimieren. Und natürlich dann der Bereich des Starnberger Flügelbahnhofes, der ja heute ein sehr, sehr wichtiger Regionalbahnhof ist, also wo es auch ganz wichtige Umsteigebeziehungen zwischen dem Fernverkehr und dem Regionalverkehr beziehungsweise zwischen den U- und S-Bahnen dann wiederum gibt und die auch entsprechend leistungsfähig hergestellt werden müssen. Hier nochmal der Blick zum Sofitel, Fünf-Sterne-Hotel, Vorplatz Süd mit dem Randbau hier in dem heutigen Zustand, dann der eigentliche Bahnhofplatz mit dem Thema einer bestehenden Tiefgaragenabfahrt, auch als Barriere letztlich und als Einschränkung der Nutzung für den Platz und dann eben hier mit Belegung, mit Straßenbahn, mit Autos, einfach ein Ort, man muss schon sagen, eigentlich ein Unort, der nicht querbar ist und der letztlich auch alles andere als fußgängerfreundlich oder fahrradfreundlich ist. Hier die Schützenstraße, das Thema, was ich vorher gesagt hatte, es ist natürlich schon wichtig, wenn man diese Beziehung zur Innenstadt aufbauen will oder diese wichtige Achse stärken will, dann ist schon die Frage auch mittel- bis langfristig, wie entwickelt sich diese Achse und wie soll die eigentlich gestaltet werden, weil die tatsächlich das Problem hat, dass sie heute eigentlich das, was wir versuchen mit dem Bahnhof und dem Vorfeld des Bahnhofs über den Bahnhofsplatz aufzubauen, das darf natürlich nicht am Eingang Schützenstraße enden, sondern man muss sich dann überlegen, wie kann man hier diese Qualitäten auch verbessern und wie kann man hier diese Beziehung stärken, indem man diesen Raum klärt und auch gestalterisch neu fasst. Hier der Blick Luisenstraße, von Norden kommend auf den Bahnhofsplatz. Auch hier sehen Sie die Problematik, die ich vorher angesprochen habe. Und dann der wichtige Bereich des nördlichen Vorplatzes, den Sie ja immer wenn Sie von der Ecke Luisenstraße hier reinschauen, dann hat der Raum eine große Tiefe, es spannt sich hier ein Raum auf, auch ein Platzraum mit einer wichtigen Adresse letztlich auch und dem Zugang zum Querbahnsteig, also ein ganz wichtiger Ort auch für die Funktion und für die Adressierung des Bahnhofes über diesen nördlichen Platz. Ich zeige Ihnen jetzt, das sind tatsächlich noch Grafiken aus unserer Wettbewerbsphase, weil die haben eigentlich nichts an ihrer Bedeutung und Aktualität verloren. Sie bildern eigentlich das, was unser Konzept ausmacht. Das ist die Situation, wie sie dann künftig sein wird. Wir haben also, es gibt Prognosen, die gehen von 450.000 Menschen aus, die sich durch dieses
Gebäude auf den verschiedensten Ebenen bewegen. Vielleicht werden es sogar mehr werden. Das sind so die damaligen Prognosen gewesen. Wir sind heute schon bei 400.000 sind, damals hieß es, sind 350.000, jetzt schon 400. Also wo sich das hin entwickelt, wird man sehen. Das hängt natürlich sicherlich auch jetzt mit der Stammstrecke zusammen, mit der neuen und mit der Leistungsfähigkeit, vielleicht auch einer Flughafenanbindung etc. Also welche Frequenzen da genau eingestellt sind momentan, weiß ich nicht. Aber das ist eben diese Größenordnung. Und das Konzept, was oder das Problem, was ich vorher beschrieben hatte, dass der heutige Bahnhof eigentlich eine Barriere herstellt zwischen diesem ankommenden, dieser ankommenden Bewegung oder diesen der Reisende, der sich eben in die Stadt bewegen will und eigentlich abgeschnitten wird von der Vorplatzsituation und der Innenstadt. Und die Konzeption war daher damals schon, möglichst viel der angebotenen Nutzung, was jetzt Büros oder zusätzliche bahnaffine Nutzung angeht, hochzulegen, also tatsächlich Teile der Baumasse anzuheben, um unter diesem Gebäude möglichst viel Platz zu schaffen und einen großzügigen Raum herzustellen, der sich eigentlich durchbewegt von den Gleisen über das Empfangsgebäude zum Vorplatz in die Innenstadt. Und das war für uns quasi das, ja, vorher wurde von Visitenkarte gesprochen, wir haben immer von Stadtfoyer gesprochen und sprechen auch heute noch davon, einfach dieses großzügige Foyer, was eben diese visuelle Transparenz herstellt, aber eben auch diese entsprechende Großzügigkeit anbietet, die man heute ja vermisst und die letztlich auch benötigt wird, um diese Mengen an Bewegungen und an Verkehrsströmen letztlich zu ordnen und auch sicher zu leiten und auch eine gute Orientierung herzustellen. Hier auch ganz wichtig, dass sich das Gebäude nicht auf sich selbst bezieht, nicht nur auf nicht nur den Vorplatz im Fokus hat, sondern tatsächlich auch über die Diagonalen und nach Nord und Süd sich mit der Stadt verzahnt und das Gebäude auch hier eine entsprechende Geste anbietet, eine einladende Geste, sodass eben auch über die Diagonalen, also auch aus der Schützenstraße oder in das südliche Quartier, hier Bewegungen in das Gebäude möglich sind. Und das ist eben auch in unserer Architektur, in der Ausformung dieser Unterbauten, unter dem signehaften Überbau sozusagen intendiert, dass hier eben eine starke öffnende Geste entsteht. Ein weiterer Punkt war dann in der weiteren Diskussion und auch in der Entwicklung, das Projekt hat sehr, sehr viele Entwicklungsschritte seit 2004, 2006 genommen, oft mit langen Pausen, muss man sagen. Wir planen nicht ununterbrochen an dem Projekt, sondern immer wieder mit Breaks. Und eigentlich seitdem es jetzt seit letztem Jahr klar ist, die Stammstrecke ist beschlossen, nimmt das Projekt jetzt zum Glück auch natürlich auch in unserem Sinne zum Glück, weil ich würde es schon ganz gern noch erleben, die Einweihung des Bahnhofes. Meine Zeit ist hoffentlich nicht so begrenzt in jeglicher Hinsicht. Also ich habe schon die Hoffnung, dass wir hier in gut 10 Jahren dieses Gebäude dann irgendwann doch mal auch hoffentlich noch gemeinsam eröffnen können und begehen können. Aber bisher ist es eben schon ein langer Weg und ich denke, es braucht dieses Durchhaltevermögen. Und auch in diesem Bereich, also gerade die Entwicklungen waren dann sehr stark in den letzten Jahren im Bereich des Starnberger Bahnhofs, weil es da eben verschiedenste Überlegungen gab. Auch welche Bedeutung hat der Bereich Starnberger Bahnhof für den Bahnhof insgesamt, sowohl funktional, aber eben auch architektonisch, städtebaulich. Weil es ja immer der Bahnhof bleibt, das eigentliche Empfangsgebäude liegt sozusagen im Stadthorizont und die Frage war auch immer, wie kann sich eigentlich so ein wichtiges Bauwerk in der Stadt auch adressieren, aus der Ferne, auch aus der sozusagen kommend von wenn man sich von Westen in die Stadt bewegt mit dem Zug oder wenn man über die Brücken fährt, wo erkennt man denn überhaupt dann den Bahnhof? Also jetzt mal von außen auf die Stadt geguckt, aber eben auch von der Innenstadt in Richtung Bahnhof geschaut. Gibt es hier die Möglichkeit, den Bahnhof auch nochmal anders zu adressieren in der Stadt? Und deswegen hat sich im Weiteren eben auch dieser Bereich als sehr relevant dargestellt, auch diese Diskussion einer moderaten Höhenentwicklung oder einer Höhenentwicklung, die wahrnehmbar wird, ist eben in diesem Zug dann gestellt worden oder hat sich entwickelt und die haben wir dann weiter bearbeitet. Wichtig ist aber für uns immer, dass der Bahnhof als Gesamtheit, als gesamtes Ensemble, als Gesamtheit aus mehreren Teilen verstanden wird, zudem eben auch die Gleishalle natürlich als Herz auch gehört. Das sehen Sie hier von der Geste sozusagen umschlossen und flankiert und das war auch immer die Konzeption des Wettbewerbs, also der Wettbewerb beinhaltete immer schon den Standort Starnberger Bahnhof als Teilprojekt des Gesamten.
der Starnberger Bahnhof, auch wenn man den nochmal im Kontext der zentralen Bahnflächen, der nördlichen zentralen Bahnflächen sieht, dann haben Sie ja hier dieses große Areal, dieses Entwicklungsareal, im Grunde dieser ganze Stadtteil, der angefangen von der Donnersberger Brücke, da kennen Sie ja die Hochpunkte an dieser Stelle, Mercedes hier vorne auch. Und dann hat sich ja über die letzten Jahre entlang dieser Südkante zu den Gleisen eine Kette von Hochpunkten entwickelt und dieser ganze Stadtraum fokussiert eigentlich in den Starnberger Bahnhof, mündet dort sozusagen. Und aus diesen Überlegungen oder aus diesen Analysen haben wir dann auch weiterentwickelt, diesen Standpunkt oder diesen Hochpunkt an dieser Stelle, weil er in dieser Kette von Hochpunkten durchaus logisch erscheint und da auch einfach einen Auftakt oder einen Endpunkt dieser Bewegung formulieren kann. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz den aktuellen Planungsstand. Wir sind momentan in der Vorplanung oder haben die Vorplanung abgeschlossen. Und das heißt, es ist der erste große Planungsschritt, wo sehr viele grundsätzliche Parameter geklärt werden. Im Weiteren gibt es natürlich eine Menge Details, die schon im Vorgriff jetzt geklärt werden, auch im Hinblick auf die ganzen Planungen zur S-Bahn. Aber wir sind sozusagen ein bisschen nachlaufend, weil wir natürlich, das Projekt war bei uns immer abhängig von diesen Entwicklungen bei der S-Bahn. Und da sind wir jetzt zum Glück in der Lage, dass wir eigentlich wissen, die S-Bahn kommt mit den und den Rahmenbedingungen, die wir bisher immer natürlich berücksichtigt hatten, aber die sich natürlich jetzt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise konkretisieren. Hier nochmal der aktuelle Plan. Sie sehen eben die Empfangsgebäudefigur, die die Gleishalle hier flankiert, umschließt. Also auch diese Bereiche der heutigen Randbauten werden durch diese Backen sozusagen ersetzt. Sie sehen auch, dass die Figur eben so ausschwenkt, dadurch entstehen also immer Vorplatz oder Vorplätze werden auf diese Weise definiert und es gibt eben auch immer Referenz an diese Gebäude, die hier eben schon bestehen oder eben auch künftig an den Starnberger Flügelbahnhof, also auch eine Inszenierung dieser Räume und eine Hinführung auch in die Tiefe dieser Räume oder ein Abschluss dieser Räume durch diese zwei Bausteine. Der Starnberger Bahnhof oder der Bereich entwickelt sich ja dann weiter noch bis zur Einmündung an der Paul-Heise-Straße. Für diesen Bereich gibt es heute eben auch verschiedene Überlegungen von einem Bürogebäude bis hin zu einem Funktionsmodul Fahrradparken. Also das sind noch, sehen auch in der Entwicklung von der Nutzungsbelegung, gibt es da eben auch noch verschiedene Szenarien, die eben auch immer wieder planerisch von uns berücksichtigt werden oder auch in Varianten durchgespielt werden. Ich hoffe, jetzt können Sie überhaupt was erkennen. Das ist nämlich relativ schwierig. Es geht jetzt schon ziemlich ins Detail, aber einfach zur groben Orientierung. Wir sind jetzt im zweiten Untergeschoss. Und was Sie hier sehen, und das werden Sie in allen Plänen, in Grundrissen erkennen, es gibt hier ein zentrales Element. Das ist dieser sogenannte Nucleus. Das ist das neue Erschließungsbauwerk oder das zu erstellende Erschließungsbauwerk für die neue S-Bahn-Stammstrecke. Das ist ein gewaltiges Ingenieurbauwerk, was bis 42 Meter unter die Erde reicht. Und dieses Herz sozusagen war immer gegeben und wir mussten mit unserem Projekt immer, weil die sozusagen schon weiter waren, mussten wir mit unserem Projekt immer auf diese Bindungen aufsetzen. Und dieses Erschließungsbauwerk hat sich auch über diese letzten, wie viele Jahre reden wir jetzt schon, über 10 Jahre, das hat sich eben auch verändert. Also das hier hat auch zur Folge, dass sich natürlich unsere Planung immer wieder anpassen musste an diese Rahmenbedingungen, das ist ein sehr komplexes Bauwerk mit extremen technischen Anforderungen. Und wir sind jetzt auf der Ebene -2, also die Ebene -2, die ist bei circa 11 Meter ungefähr. Hier sehen Sie Parken, was sich da drum organisiert. Sie sehen hier diesen Nucleus und das Gleiche, auch der Starnberger Bahnhof reicht auf diese Tiefe runter. Aber Sie sehen, hier gibt es noch keine Verbindung zwischen den zwei Teilen, aber der Starnberger hat eine eigene Tiefgarage und hier das erste Parkgeschoss des Bahnhofes ist hier abgebildet und erfüllt hier alle notwendigen Funktionen. Es gibt natürlich auch noch Technikbereiche dort drum angelagert etc. Und jetzt sehen Sie hier, weil ich gerade von Technik sprach, welcher Technikanzahl jetzt plötzlich hier dazukommt. Das ist die Hauptebene -7, das ist die heutige Sperrengeschossebene auf 7 Meter unter Erdgeschossniveau, wo Sie heute, wenn Sie mit der U-Bahn, S-Bahn, sich auf dieser Verteilerebene bewegen. Das sind diese Ebenen. Das ist die erste S-Bahn-Stammstrecke, hier die U1, U2,
den Bereich, den wir im Auftrag der Stadtwerke, die mit Auslober des Wettbewerbs waren, schon umgebaut haben. Also hier im Grunde sehen wir das auch schon so als, wir sprachen vorher von Visitenkarte, sehen das als eine Visitenkarte, wie eben diese unterirdische, diese -1-Ebene gestaltet werden kann, um eben hier ganz neue Qualitäten herzustellen. Komme ich gleich nochmal drauf. Dann das Andocken des Nukleus an dieses Bauwerk und hier die ganzen Auf- und Abgangstreppen, Rolltreppen, Anlagen, Expressliftgruppen, Technikausstattung etc. dieses Nukleus, um die Menschen von unten nach oben und von oben nach unten zu bringen. Hier gleichzeitig eine Durchgangsmöglichkeit, eine Auffahrt auf den Querbahnsteig im Erdgeschoss. Und hier, Herr Pichler, glaube ich, war es vorhin, der davon sprach, oder Herr Uhmann von den Bunkeranlagen, die auch noch hier im Untergrund liegen, die also auch teilweise zu integrieren sind, die eben nicht beseitigen können, weil der Aufwand teilweise zu groß ist oder sie eben noch für andere Zwecke genutzt werden. Hier auch große Technikflächen in diesem Bereich. Hier nochmal die Wegebeziehungen, also die Aufgänge zum Querbahnsteig, sowohl von der S-Bahn, erste S-Bahn-Stammstrecke U4, U5, die Verknüpfung dann mit der U1, U2, Sperrengeschoss und hier heute der zentrale Durchgang, wo Sie vielleicht hier orientieren können, an dem MVG-Infopoint, der an dieser Stelle heute schon realisiert ist. Ganz kurz nur als Referenz, was wir mit dem U-Bahn-Sperrengeschoss gemacht haben. Das ist jetzt gedreht, also hier ist der Bahnhof, hier müssen Sie sich das Bahnhofsgebäude vorstellen, hier geht es in die Stadt, hier geht es in die Schützenstraße. Und vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch um, wie das Bauwerk oder wie dieses Sperrengeschoss vor einigen Jahren noch aussah. Und wir haben eben das Konzept war, diese Bewegungsräume, diese Verkehrsräume zu klären, aufzuräumen, zu befreien von Einbauten und möglichst alle Funktionsbereiche an die Ränder begleitend zu legen. Also hier zum Bahnhof hingelegen sind sozusagen alle Handelseinrichtungen schon im Vorgriff auf das, was sich ja dann dort auch anschließen wird, wenn man künftig dann hier durchgeht. Auch dort wird es dann Läden geben, sodass dieses Thema des Handels- oder Serviceangebote hier schon vorhanden ist und eine klare Orientierung vorgibt. Und auf der anderen Seite sind eigentlich eher Informationsdinge wie Telefone, Fahrkarten, Automaten, aber eben auch ein künstlerisches Thema, nämlich eine Lichtwand, die eben bespielt werden kann, die wir mit Bartenbach, mit einem Lichtplaner zusammen entwickelt haben, um hier eine ganz klare Orientierung. Es gibt sozusagen eine Stadtseite und es gibt eben eine Bahnhofseite, sodass man sich heute, wenn man sich dort aufhält, sofort weiß, aha, ich bin dort oder ich bin dort. Also das hat tatsächlich zu einer ganz anderen Wahrnehmung und zu einer ganz anderen Akzeptanz auch bei der Bevölkerung geführt. Das ist heute die Station, die gegenüber der MVG mit den höchsten Werten sozusagen belegt wird, auch von den Kunden, also was die Zufriedenheit, die Orientierung, die Atmosphäre, die Helligkeit angeht. Hier sehen Sie nochmal das Lichtkonzept. Also Sie haben natürlich zwei Seiten. Sie haben eine Lichtseite durch die Läden, die Sie sozusagen nicht genau steuern können, weil sie unterschiedlich belegt sind. Und diese Seite, die ist diese Lichtwand, die aus unterschiedlichen Farbstimmungen bespielen kann oder wiedergeben kann und dadurch eben auch sich adaptiert, zum Beispiel auf Atmosphären, wie es ist draußen. Wenn es draußen kalt ist, ist das Licht eher warm und im Sommer wird es umgekehrt. Und es dient natürlich auch dazu, um eben Barrieren abzubauen, wenn ich mich von der Oberfläche in den Untergrund bewege, was ja heute psychologisch für viele Leute ein großes Problem ist. Also auch das ist mit dem Thema Licht bearbeitet worden. Hier ganz kurz ein paar Eindrücke. Also möglichst hohe Transparenz, was eben auch diese Abgangssituationen angeht. Alles war früher alles eingebaut, man hat die Rolltreppen nicht gesehen etc. Das Leit- und Orientierungssystem sind auch wichtige Dinge für einen Bahnhof. Also schnelle Orientierung, Sicherheitsgefühl auch durch hohe Transparenz, möglichst weite Blicke, also dass man auch die Dinge gut übersieht. Wir haben auch diese Transferräume gestaltet und letztlich unten die Station, die muss noch umgestaltet und aufgewertet werden. Aber hier eben diese Offenheit, die früher überhaupt nicht vorhanden war und auch ein ganz ruhiges Deckenbild, um eben auch den Raum zu beruhigen. Und letztlich wird der Raum bespielt von den Menschen, die sich da drin bewegen, in dieser hohen Frequenz und letztlich auch in ihrer
Welt mit ihren Kleidungen etc. Also wir haben uns da sehr zurückgenommen von der Gestaltung, um im Grunde das zu stärken, die Bewegung und eben die Ruhe in der Orientierung. Und hier sehen Sie mal ein Beispiel, wie die Wand bespielt werden kann, farbig in allen Farben und in unterschiedlichen Intensitäten. Auch diese Abgangssituation, einfach ein veredeltes Material und eben auch hier diese Lichtsonnen oder diese Sonnenflecken, die man da simuliert, um eben diese Schwellen abzubauen zwischen der oberen, sozusagen unserer Erdgeschoss-Situation oder der Stadtraum und das Abtauchen in diese untere Situation, was ja wirklich für viele auch ein Problem ist, einfach sich dort reinzubegeben. Jetzt kommen wir zurück zum Erdgeschoss. Das ist eigentlich unsere wichtigste Ebene, was so das Umfeld angeht, das städtische Umfeld. Sie sehen hier, dass diese Stadtbausteine, die sind eben ganz speziell konturiert, um das eigentlich zu leisten, was ich vorhin sagte, also dieses Reinlenken in den Bahnhof, hier auch den öffentlichen Raum nochmal aufzuweiten, tatsächlich hier zurückzuweichen hinter die heutige Bauflucht. Da weichen wir zurück, hier eine ganz andere Portalsituation und dann eigentlich ein Reinleiten in diesen Raum zum Querbahnsteig und hier eben die Zugänge auch zum Querbahnsteig in Nord-Süd-Richtung. Dann hier ein Einklappen oder ein Aufweiten in diese Zugänge, sodass Sie als Passant oder als Reisender, wenn Sie sich hier entlang bewegen, tatsächlich gut geführt werden und eigentlich selbstverständlich zu diesen Eingangssituationen gelangen. Hier nochmal die wichtigsten Wege und Blickbeziehungen, auch zwischen dem eigentlichen Querbahnsteig und dann eine ganz wichtige Verknüpfung auch zum Starnberger Bahnhof, der aber auch einen eigenen Zugang vom Vorplatz Nord erhält. Und hier nur als Referenz ein Regelgeschoss jetzt dieser Unterbauten, wo dann diverse Büroformen realisiert werden können oder eben auch Hotelnutzung. Auch das sind noch Dinge, die teilweise sich verändern oder noch in Varianten bearbeitet werden. Das ist jetzt ein ganz wichtiger für Sie. Sehen Sie einfach nochmal die Dimension dieser Nukleus, den ich vorher beschrieben habe. Das ist dieses Ingenieurbauwerk. 42 Meter tief und Sie müssen sich dann vorstellen, das war natürlich auch wichtig, dass wir über diesen Hallenraum, der ja oben verglast ist, auch Tageslicht in diese Situation bringen wollen. Das war auch eine Forderung damals aus dem Wettbewerb, möglichst viel Tageslicht in dieses Ingenieurbauwerk oder in diese Öffnungen hier einfallen zu lassen und hier diese Rolltreppenkaskaden, die Sie dann nach oben befördern. Das ist unser Erdgeschossniveau, hier der Querbahnsteig, hier die Gleishalle, der Vorplatz und hier nochmal eine Höhe von ca. 30 Meter, sodass hier eine vertikale Situation von knapp 70 Metern entsteht und doch ein sehr, so ein Auftauchen an die Oberfläche dann auch spürbar wird, wenn man sich von unten nach oben bewegt. Im Querschnitt sieht das Ganze so aus, sehen Sie hier auch nochmal die Dimension dieses Kastens, der auch bautechnisch extrem aufwendig natürlich herzustellen ist. Hier Erdgeschossniveau, hier die zwei Parkgeschosse, Liefer- und Logistikhöfe hier in diesen Bereichen, Innenhöfe für die Büros, hier also auch sehr komplex zu integrierende technische Einbauten in Rauchungsschächte etc., die dann in unsere Architektur zu integrieren waren, dass das funktioniert und hier eben dieser Raum als zentraler Raum des gesamten Gebäudes. Ein Blick in die Halle, so wie man sich das dann vorstellen kann. Wir stehen quasi jetzt mit dem Rücken zum Vorplatz. Wir laufen auf der Plus-1-Ebene, also einer Galerieebene. Hier unten ist die Erdgeschossebene. Sie sehen hier diese Abgangslöcher zum Nukleus, in denen dann auch Rolltreppen sich befinden. Hier unten sehen Sie die Minus-1-Ebene, Minus-7, Sperrengeschossebene. Aber hier ist eigentlich die Hauptverteilerebene hier unten auf Erdgeschossniveau. Hier auch über zwei Ebenen Läden, Gastronomie etc. Also alles, was so den Reisenden interessiert, was wir da anbieten, findet auf der EG und der ersten UG-Ebene hauptsächlich statt und im Minus 1 natürlich auch Angebote noch. Und jetzt gehen wir einfach um den Bahnhof mal ganz kurz rum. Der Blick jetzt aus dem Beginn der Schützenstraße ist ja ein keilförmiger oder ein trichterförmiger Raum. Die Schützenstraße weitet sich ja hier auf. Hier sehen Sie das NH-Hotel als einer der Hochpunkte. Hier das große Portal, der Blick in die Empfangshalle. Hier oben wird es diese Stadtlodger geben. Wir wünschen uns da natürlich auch noch eine besondere Nutzung in diesem Schaufenster zur Stadt. Hier der Blick auf den Vorplatz
aus der Blickecke Luisenstraße, hier auch über die Ecke, das, was ich vorhin sagte, das Gebäude öffnet sich hier, leitet eigentlich auch aus dieser Sicht schon ein in den zentralen Eingang. Der Bereich Starnberger Bahnhof mit Vorplatz, der Passage hinten zum Starnberger Bahnhof, das Volumen des Starnberger Bahnhofs, dann hier diese, den Bereich der Arnulfstraße, der wird neu definiert, das Straßenprofil, hinten der Bayerische Rundfunk. Und dieser Hochpunkt steht dann natürlich in der Korrespondenz zu der Weite des Gleisfeldes auch. Hier diese andere Situation, also von der Arnulfstraße, die Einmündung in die Paul-Heise-Unterführung, ist ja hier heute auch eine ganz schwierige Situation, die also auch deutlich aufgewertet werden sollte, auch eine Fassung benötigt an der Stelle durch ein Gebäude, was dann hier auch dieses schlanke Gebäude fortführt. Und der Turm ist zurückgesetzt, sozusagen, dass er immer in der zweiten Reihe steht, von den umgebenden Plätzen aus immer in zweiter Reihe sichtbar. Hier für den Ankommenden jetzt im Bereich des Starnberger Bahnhofs, auf dem Bahnsteigen des Starnberger Bahnhofs, dann der Hochpunkt, die Passage, Querbahnsteig, Starnberger Bahnhof und dann eben die Verknüpfung zur Gleishalle. In der Gleishalle der Übergangsbereich, es war eine wichtige Aufgabe, auch hier diese Verknüpfung zu stärken zum Starnberger Bahnhof, den Sie hier so ein bisschen durchsehen können. Auch da wird es natürlich darum gehen, diese bestehende Halle entsprechend aufzuwerten, was ja im Moment schon passiert. Also hier wird das ganze Tragwerk saniert, die Verglasungen werden erneuert etc. Also das wird auch aufgewertet. Und ebenso würde sich das dann für den Ankommenden präsentieren. Hier diese Plus-1-Galerie, mit den, auch über die man dann auch oben liegende Bereich erreichen kann. Und eben dann doch hier diese Öffnung in der Mitte, das eigentliche Foyer des Empfangsgebäudes. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz noch einen Film, weil das einfach das auch räumlich nochmal verdeutlicht. Ich hoffe, der läuft jetzt. Da bewegen wir uns quasi um das Gebäude nochmal im Flug rum. Das ist jetzt wirklich isoliert erstmal der Baukörper des Empfangsgebäudes, der sich also hier nach oben entwickelt, hier die Gleishalle ja letztlich fasst, hier die Zugangssituation zum Querbahnsteig, die Galeriesituation im Inneren, Auf- und Abgangsmöglichkeiten, hier auch Büros und Nutzungen, die sich in die Gleishalle reinorientieren, weil die ja hier auch verglast ist, der Querbahnsteig wird ja großzügig verglast. Hier die Zugänge Nord, der Bereich des Starnberger Bahnhofs im Moment, hier die Passage. Auch dieses ist noch in Bearbeitung, der Hauptzugang. Und das rotiert jetzt so und Sie sehen gleich, die Stadt baut sich quasi drumherum auf, dass es sich einbindet. Die Gleishalle, die ja leider etwas zu kurz ist, die wir gerne länger hätten, aber jetzt muss ich leider noch mal laufen lassen. Ich kann die Maus nicht parallel. Darf ich nicht an die Fernbedienung kommen? Bleibt das gleich. Ich wollte Ihnen das nur noch mal erläutern, weil wir das also ohne Ton. Ja, wenn Sie jetzt auch gleich sehen, wenn der Nukleus zu sehen ist, welche Dimension er hat. So, jetzt blendet sich schon mal der zweite Bereich ein. Ja, das hat Herr Pichler vorhin ja gesagt, dass die Gleishalle hier zu kurz ist. Natürlich die neuen Züge, die werden ja mal länger. Das ist natürlich dann die Frage, ist, wie werden die Bahnsteigdächer entsprechend verlängert. Jetzt sehen Sie dort unten das Abgangsbauwerk oder den zentralen Erschließungskern des Nukleus mit den aussteifenden Technikbereichen. Unten die künftige S-Bahn-Trasse. Diese gitterartigen Strukturen, das sind die Expresslifte, die dann in die Gleishalle hochführen, beziehungsweise die Empfangshalle hochführen, also ist nicht alles über Rolltreppen erschlossen. Jetzt sehen Sie hier die rot die zentrale Röhre der neuen S-Bahn-Stammstrecke, dann die U4, U5 heute im Süden auch schon, U1, U2 unter dem Vorplatz,
hier die zwei S-Bahn-Röhren dann künftig, jetzt das Gleisfeld dazu und was Sie jetzt eben auch sehen, und das hatte ich vorher nur angedeutet, ist natürlich ganz wichtig, wie die Verkehre dort organisiert werden über die Vorplätze. Sie haben ja viele, viele Funktionen, die Sie dort abbilden müssen mit Hohlbringverkehr, Taxis, Busstellplätze. Dann sehen Sie hier die Straßenbahngleise über den Vorplatz. Der Vorplatz soll künftig nur noch möglichst frei sein von Individualverkehr, von Motorisierten. Es soll also wirklich ein Platz sein, der im weitesten Sinne dann verkehrsberuhigt wird. Fahrradfahrer dürfen dort drüber, natürlich Fußgänger. Das gleiche Thema haben wir natürlich an der Südseite des Bahnhofes. Die gleichen Funktionen wie auf dem Vorplatz Nord. Also die ganze Taxi-Andienung, Anfahrbarkeit wird eigentlich über die Nord- und Südvorplätze hergestellt. Jetzt sozusagen kommt das städtische Umfeld dazu. Und hier nochmal der Blick auf den Platz. Auch da geht es natürlich darum, jetzt mit den Landschaftsarchitekten die Oberflächen zu definieren. Die Fragen auch für das Viertel natürlich, welche Qualitäten entstehen, Herr Wickenhäuser, das war Ihnen ja auch immer ganz wichtig. Und ich denke, da passiert noch eine Menge. Und jetzt nochmal zurück, der Blick eigentlich auf die dann künftige Situation, hier schon angedeutet, eigentlich was auf dem Vorplatz dann auch an Qualität entstehen kann. Also ist es geplant, dass hier tatsächlich eine möglichst barrierefreie und eine Querungsmöglichkeit entsteht, die auch attraktiv ist. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch im Namen des Ausschusses Immobilienwirtschaft nochmal herzlich willkommen. Wir hatten hier ganz beeindruckende Vorträge gehabt. Erstmal aus Sicht der Bahn die Komplexität zwischen dem Vorgebäude und dann der Bahnnutzung. Dann noch komplexer die Planungsabläufe bei der Stadt, die wir heute auch kennengelernt haben. Und dann sehr beeindruckend, Herr Auer, die Architektur. Ich bin beeindruckt von der Ausdauer. Schon über 10 Jahre geht das Projekt. Man sagt ja immer, gut Ding will Weile haben. Ich denke aber, jetzt ist an der Zeit, dass es auch umgesetzt wird. Es dauert sowieso noch 10 Jahre, bis es dann fertig ist, obwohl ja schon viele Schritte passiert sind in der Umsetzung, wie man sieht im Zwischengeschoss, dass schon jeder, der dort durchgegangen ist, einen großen, großen Mehrwert bekommen hat und eine Attraktivität bekommen hat, die es vorher nicht hatte. Da freue ich mich schon auf den Rest. Jetzt darf ich aber die Vortragenden, den Herrn Pichler, den Herrn Uhmann und den Herrn Auer, hier nach vorne bitten, denn Sie sind ja alle gekommen, nicht nur um zuzuhören, sondern auch um Fragen zu stellen. Und ich denke, wir haben hier eine sehr kompetente Mannschaft mit allen Bereichen abgedeckt und freue mich über Ihre Fragen. Ich weiß jetzt nicht, haben wir ein Mikrofon fürs Publikum? Und ich gebe das weiter an die Diskutanten. Feuer frei. Der Salzel hinten. Vielen Dank für die interessante, spannende Präsentation. Der Hans Hammer hat mir vorher vorgestellt, dass ich in Sachen Tourismus mich ziemlich engagiere. Und wir haben am Rande natürlich auch dieses Projekt mitdiskutiert. Und begrüßen es außerordentlich, dass wir hier, wie Sie sagen, das Einfallstor zu München, die Visitenkarte, der Empfang, das Wort Empfangshalle habe ich jetzt 20 Mal gehört. Beim Empfang werden wir die Gäste eben auch empfangen. Ein wichtiger Schritt, der erste Eindruck zählt. Und wie wir das in der Praxis dann wirklich darstellen, das ist uns sehr wichtig. Ich freue mich sehr, dass der Herr Auer dargestellt hat, dass wir mit Lichtwänden und modernster Technik arbeiten werden, um auch eine Atmosphäre zu schaffen, die ein bisschen so aus der üblichen Bahnhofsatmosphäre herausführt, zu etwas sehr Positivem und Leuten, wie er sagte, bevor sie in den Untergrund gehen oder unten drin, auch die Angst nehmen. Toll, super. Und hier habe ich eine Bitte, dass man es schafft auch, und es geht ja heute sehr gut mit virtuellen Darstellungen, dass man dann auch das Bild von München und Oberbayern, diesem wunderschönen Oberbayern, bereits in den Bahnhof mit hereinholt. Und nicht irgendwo moderne, designmäßig interessante, wie in einer modernen Kunstausstellung, Dinge an die Wände projiziert,
sondern ruhig schon auch, ich bin in München, ich bin nicht auf irgendeinem modernen Bahnhof, sondern in München. Und ich bin überzeugt, und ganz im Sinne von Hans Hammer, dass man ähnlich wie der Elbphilharmonie das erleben sollte hier und eine Chance hat, dass nach Jahren der langen Planung man es schafft, mit der Eröffnung der Welt zu sagen, hi, kommt nach München, toll, schaut euch das Gebäude an, erlebt es. Das hoffe ich sehr, wenn das dann 2029 ist. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten mir wichtigen Punkt. Wir sind der Wirtschaftsbeirat und ich glaube, viele von uns waren bei der Mitgliederversammlung, als der Tom Enders mal, ich will noch nicht mal sagen, eine Vision dargestellt hat, sondern eine Vorhersage. Sehr konkret, denn die arbeiten längst daran. Wir haben heute nur davon gesprochen, dass wir hier in Ebene Null, wie wir sagen, Oberfläche und im Untergrund uns versuchen zu verbinden, eine, wie es hier hieß, Mobilitätsdrehscheibe zu entwickeln. Es wurde kurz mal erwähnt, der Transrapid, ja, der hat uns sogar hier aufgehalten, diese Planung. Oberbürgermeister Reiter sagte neulich, es täte ihm persönlich sogar leid, dass er nicht verwirklicht wurde, denn wäre er damals gebaut worden, wie es geplant war, wäre er jetzt schon in Aktion, der würde jetzt schon immer fahren. Das haben wir versäumt. Nochmal Enders. Enders hat davon gesprochen, dass wir ja alle im Oberflächenverkehr stecken bleiben, nicht weiterkommen und das Problem lösen wir auch nicht mit einem neuen Bahnhof. Es wird nach oben gehen. Die dritte Dimension, die bietet so viel Raum. Und was tut die Technik? Sie geht weg von den lauten Geräten, sondern wir kommen in die Elektromobilität, auch in der Luftfahrt. Es gibt die Drohnen, es gibt längst solche Geräte, die da durch die Gegend fliegen und so leise sind, dass kaum nur einer sieht oder hört. Und sieht auch deshalb, weil sie relativ niederfliegen. Man muss sich vorstellen, obendrauf auf dem Dach, da sitzen Drohnen, größere für Passagiere, fliegen das Gleis entlang in 50, 100 Meter, stört keinen draußen und schaffen die Verbindungen dorthin, wo wir so viel Mühe haben, zum Flughafen. In den berühmten 10 Minuten sind sie nämlich mit der Drohne längst dort, ohne dass sie durch die Landschaft lauter Stelen machen, nur eine Schiene hatten, ein Monorail. Sie können mit diesen Drohnen überall hinfliegen. Und ich sage, es kommt. Und weil es kommt, empfehle ich allen Planern und dem Architekten, dass er nicht nur 42 Meter in die Tiefe geht mit seinem Gebäude, um das alles anzubinden, sondern auch nach oben und dran denkt bei der Statik, Dachverlängerung und wo immer, dass sie in der Statik jetzt schon bauen, dass da oben eines Tages solche Geräte sitzen können, die Gäste von unten hoch in alle Richtungen fliegen können. Das kommt. Und wenn wir es jetzt nicht einplanen, haben wir später riesen wirklich Schwierigkeiten, wenn das Gebäude steht, es nachzurüsten. Da wollte ich nur dran denken, bitte, bitte, denkt dran, ich werde es nicht mehr erleben, aber es kommt. Danke. Herr Salzel, vielen Dank. Die Frage ist, ob das jetzt eine Frage war. Vielleicht zur Architektur, Herr Auer, wie zukunftsfähig ist das Gebäude? Ich glaube, das Gebäude ist sehr zukunftsfähig, aber wir wären schon froh, wir hätten eine unterirdische Anbindung an den Flughafen, die schneller funktioniert als heute. Das wäre der erste Schritt. Letztlich haben wir schon im Wettbewerb eigentlich das Gebäude so geplant gehabt, dass man das gesamte Dach begehen kann. Das war ein wirklich auch als Stadtbalkon, zum einen für denjenigen, der sich auf das Haus raufbewegen will und kann, weil sie da natürlich eine Art Terrassensituation kreieren könnten. Aber letztlich haben wir natürlich große Dachflächen und das Gebäude ist entsprechend massiv auch haltbar, sage ich mal. Das also auch schon die Frage, was passiert auf dem Dach, wie gestalten wir das Dach, das ist für uns architektonisch natürlich wichtig, weil Sie auf das Haus von vielen Punkten auch drauf sehen können. Also die Frage der Oberflächen an der Stelle, die Behandlung des Daches, dass hier nicht irgendwie überall offene Technikaggregate herumstehen und aufbauten, das ist eben auch ein wichtiges Anliegen der Stadt gewesen und ist es natürlich nach wie vor. Und deswegen, also es gibt eine Menge an Dachflächen, sage ich mal so, auf dem Haus, wie auch immer die dann genutzt werden. Aber in erster Linie geht es natürlich darum, auch eine Qualität dort oben auch in der fünften Fassade herzustellen. Vielen Dank. Herr Wickenhäuser. Vielen Dank für die Präsentation und auch für die Erwähnung unserer Sorgen. Ich möchte zwei Punkte anbringen, einen verstärken. Das sieht man sehr schön an dem Bild hier.
wir brauchen in unserem Stadtviertel bei dieser Gelegenheit am Hauptbahnhof auch Aufenthaltsqualität im Freien. Wenn man das hier ansieht, hier geht es ja nur, ist es ein Transferbereich. Hier gibt es keinen Grund, dass man auf dem Vorplatz irgendwo stehen bleibt oder mal ein paar Minuten verbringt oder sich entspannt. Wir brauchen in unserem Stadtviertel dringend solche Begegnungsmöglichkeiten, Begegnungsmöglichkeiten auch verbunden mit Begrünung. Und ich denke, gerade hier jetzt, wo wir hier sind, am südlichen Bahnhofsviertel vorne, wo die Goethestraße hingeht, mit dem Sofitel auf der anderen Seite, gibt es wunderbare Chancen und die Notwendigkeit, hier diesen Platz wirklich als Platz zu gestalten, wo man sich auch gerne mal aufhält und von da aus dann weitergeht in die Goethestraße und in die anderen Bereiche. Also das ist eines unserer Anliegen, die Räume um den Hauptbahnhof nicht nur als Verkehrsfläche auch für Fußgänger zu definieren, sondern auch mit einer Aufenthaltsqualität zu versehen, sodass wir wirklich kleine Räume kommen mit eigener Raumidentität. Das zweite Thema, was mir wahnsinnig am Herzen liegt, und das möchte ich jetzt schon bringen. Wir haben hier ja, Sie haben es ja erwähnt, eine Baustelle, die wird, je nachdem, von heute aus gesehen, wenn wir Pech haben, 15 Jahre dauern. 15 Jahre gehen hier 400.000 bis eine halbe Million Menschen ständig durch. 15 Jahre ist das die Visitkarte dann während der Baustelle von München. Es ist dringend notwendig, dass wir uns heute schon Gedanken machen, wie wir diese Baustelle gestalten, nicht nur logistisch, sondern auch optisch. Das ist gerade in unserem Stadtviertel so eminent wichtig, dass hier nicht diese Baustellenecken entstehen, dunkle Ecken mit Bretterverschlägen, abgegrenzt oder Drahtzäunen und so. Denn dann wird sich hier eine Bevölkerungsgruppe treffen, die uns ganz große Probleme machen wird und wo wir uns alle dafür engagieren, dass dem nicht so ist. Aber hier ist es ganz, und die Baustelle muss so attraktiv sein, dass die Visitkartenfunktion die ganze Zeit erhalten bleibt. Es muss für uns Bürger und für die Pendler und für die Touristen muss die Baustelle zum Erlebnis, zum Event werden. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir verloren in 15 Jahren. Denn dann sagt man, ja, da geht man nicht hin, da sieht man bloß Kräne und Dreck und Baustaub und so. Also da jetzt schon bitte dran denken, wie gestaltet man die Baustelle, auch wenn es manchmal dann ein bisschen teurer ist, so attraktiv wie möglich mit Besucherplattformen, mit Präsentationsmöglichkeiten, vielleicht mit Erlebnisbereichen, wo der Flughafen hat es ja auch hervorragend gemacht, sodass man wirklich mitleben kann mit dem Entstehen des neuen Hauptbahnhofs. Und das ist doch für uns Münchner Bürger ein ganz wichtiges Ereignis, nicht nur hier bei uns im südlichen Bahnhofsviertel, unsere Visitkarte, und da wollen wir doch mitleben, wie diese wächst, wie diese neu wird und damit die Identität herstellen, weil auch während der Bauzeit zwischen den Bürgern, zwischen den Nutzern und der Bahn. Das wären die zwei Punkte. Vielen Dank, Herr Wickenhäuser. Ich denke, Sie sprechen allen Nutzern aus der Seele. Zum Vorplatz, ich glaube, da ist die Stadt der richtige Ansprechpartner, der Herr Uhmann, und dann später zur Baustelle der Bauherr, der Herr Pichler von der Bahn. Herr Uhmann. Ja, ich fange aber vielleicht mit der Baustelle an. Also Sie kennen vielleicht die Hauptverwaltung von Siemens. Dort haben wir im Endeffekt im Planungsprozess, also das waren ja Lärmschutzwände, eben also die dort errichtet worden sind. Die ganze Baustellenlogistik war eben also auch schon während des Planungsprozesses mehr oder weniger eine der wesentlichen Aufgaben, weil eben, und wir werden das Thema ja auch in der Innenstadt jetzt häufiger haben, also ob das alte Akademie, ob das Königshof ist, dort ist, wird es auf diese Bauabwicklung also ganz entscheidend ankommen, damit eben es zum einen die Bauabwicklung eben funktioniert. Und zum Zweiten eben, also dass eben, also das, was eben, also die Nachbarschaft eben erlebt, und wir sprechen ja doch von einer langen Zeitdauer, dass es eben also verträglich ist. Die Schwierigkeit wird natürlich beim Hauptbahnhof sein, dass wir eben viele wechselnde Situationen haben werden, um eben den entsprechenden Funktionen genügen zu können. Das heißt, man kann nicht im Endeffekt eine Baustelleneinrichtung, sondern eben mit der zweiten S-Bahn-Stammstrecke müssen Wertstoffhöfe verlegt werden, an andere Standorte gebracht werden. Es wird eben unterschiedliche Umleitungen geben. Das vielleicht dazu, zu der Aufenthaltsqualität. Die Aufenthaltsqualität ist natürlich ein ganz wesentliches Thema und deswegen ist auch eben also in dieser Rahmenvereinbarung eben auch festgelegt worden, dass es eben also hier eben Ausführungsplanungen geben muss.
Derzeit sind wir noch eben eher auf der Ebene der Funktionen. Deswegen muss man eben sehen, aber ein Ankunftsort, der darf nicht eben eine Verteilerebene sein. Und die, das darf, also weil wir haben ja auch nicht nur die Verknüpfung eben also Hauptbahnhof zur Innenstadt, sondern wir werden eben ein ganz anderes Entree bekommen zum Kunstareal, also zu unseren großen Museen und eben auch eben zum südlichen Bahnhofsviertel. Das muss sich im Endeffekt miteinander ergänzen. Einen deutlichen Hinweis möchte ich aber doch noch machen. Also derzeit ist von Seiten der Stadt für eben die Aufgabe der Verkehrsbeziehungen auf eben dem Bahnhofsvorplatz zur Innenstadt, da gibt es noch keine Beschlussvorlage. Da werden noch vertiefende Untersuchungen geführt. Das, was Herr Auer gezeigt hat, ist natürlich eben also als Stadtfoyer eben ist ein ganz anderes Entree. Eben also er hat eben was mit Begegnung zu tun und gibt natürlich eben, wenn ich Fläche gewinne, auch Möglichkeiten, eben also Funktionen, die eben für eine Aufenthaltsqualität sprechen, gibt es eben die dazu. Danke. Ich gehe vielleicht mal hier nochmal am besten mit nach vorne, weil Fritz, du sprichst mir nämlich aus der Seele. Das Thema hat man genau heute Morgen bei uns in der RB-Sitzung, also Regionalbereichssitzung, dass wir hier großflächige Wände mitbestellen. Also das sind praktisch Abspannungen, Gerüstbauten dort, wo ich abreiße, wenn hier 2018 dieses Loch schon entsteht, ja, wo wir die ganzen, ja, Löcher bauen müssen runter, damit wir die 42 Meter haben, damit der Nukleus später eingelassen werden kann und so weiter und so weiter. Dass hier praktisch mit einer Art Gerüst das Thema mit aufgespannt wird, dass das neue Gebäude quasi schon visualisiert wird. Hier haben wir uns Angebote auch schon mit reingeholt, weil die Baustelle nicht als Baustelle so aussehen darf über Jahrzehnte. Das ist einfach untragbar für die Landeshauptstadt München in der Mitte mit drinnen. Und ich bin ja auch im Tourismusausschuss und sage, hier brenne ich dafür, dass das anders wird. Das haben wir letztes Jahr im Herbst bereits erste Entwürfe beauftragt. Jetzt sind die Angebote da, die habe ich heute Morgen mitgesehen. Und wir versuchen das wirklich jetzt, deswegen war heute Morgen auch der Projektleiter der zweiten Stammstrecke bei uns mit drinnen, die Dinge jetzt zu koordinieren, dass wir hier eine einigermaßen aufgeräumte Baustelle mit hinbekommen, dass das einigermaßen gut aufsieht und das Loch quasi immer nicht so sichtbar ist. Es würden ja Segmente dann vom Gebäude nach und nach abgerissen. Du hast ja auch in der Optik für die Stadt diese Riesenlöcher drin. Und ich weiß nicht, wer es weiß, wenn er am Berlin im Potsdamer Platz ist und schaut Richtung Osten mit rüber, da ist ein riesiges Fake-Gebäude, das gibt es überhaupt nicht. Das ist mir erst mal aufgefallen, als mein Taxifahrer das gesagt hat. Da ist es auch nur aufgespannt. Ja? Das ist gar kein Gebäude, aber es integriert sich so, dass man tatsächlich glaubt, das ist es. Und die Idee haben wir damals auch mitgenommen, haben gesagt, also wir hatten das hier eigentlich hochgezogen, was gibt es denn hier für Firmen, dass wir diese Themen, das gehört dazu, eine Baustelle nicht gleichzeitig mit zu vermarkten und zu kommunizieren, das geht sonst schief, weil irgendwann reicht es den Leuten und da bin ich dann wieder natürlich bei der Aufenthaltsqualität, bei all diesen Dingen, die wir auch irgendwie während der Bauphase natürlich nur eingeschränkt darstellen können, aber so, zumindest so einigermaßen. Aber damit Sie sich eben vorstellen können, rundherum denkt man an diese Themen schon mit, wenn du irgendwas abreißt, dann musst du die Baustelle eigentlich zumachen und gleichzeitig aber schon zeigen, was hier eigentlich entsteht, wo man irgendwo das Thema dann wieder abhängen kann. Ich würde gerne eine Thematik noch ergänzen zur Aufenthaltsqualität. Natürlich ist die Frage, was kann der Vorplatz leisten? Ich denke, der Vorplatz wird sicherlich der wichtigste Platz, weil er eben, weil wir versuchen, eben auf den nördlichen und südlichen Vorplätzen die Verkehre zu bündeln, was jetzt Reisenden ankommen, abholen, bringen, Taxivorfahrten etc. Das ist ja, wir haben ja wenig Platz, das ist auch klar. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich einen Bahnhof kenne, wo es so eng zugeht dann letztlich, also wo wir auch von der Baustelle natürlich, das ist ein Riesenthema, wie man das gut macht, deswegen gibt es ja schon lange Überlegungen über Baulogistik, Optimierung, ist ja auch in unserem Interesse, also nichts ist schlimmer als eine Ewigkeitsbaustelle, nur haben wir das Problem, dass eben dieses Ingenieurbauwerk zuerst eine gewisse, es braucht eine Standfestigkeit, es muss im Grunde fertig sein, soweit, bis wir dann aufsetzen können. Dadurch haben wir das Problem, dass dieses Bauwerk einen Vorlauf hat. Aber das ist eben, das ist natürlich uns auch ein Anliegen und wir sind jetzt nicht die Ingenieure, aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass hier eine optimale Logistik entwickelt wird und das können Sie sich vorstellen, das ist hochkomplex, das sind eigene Planer, die das machen, um eben die Logistik zu optimieren, also um Bauzeiten möglichst zu verkürzen, Synergien zu nutzen
und letztlich das Ganze zu optimieren, um dann eben tatsächlich Zeit zu sparen und Abläufe, auch diese ganzen Umverlagerungsszenarien, die ja unheimlich dann auch auffallen, die natürlich dann Auswirkungen auf die Situation haben, das möglichst zu minimieren und zu vermeiden. Und zur Aufenthaltsqualität, die später entstehen soll, wir haben natürlich von der Nutzung her es kommt von der MVG das dritte, zumindest ist es in der Diskussion oder es ist mehr oder weniger beschlossen, dieses dritte Trambahngleis, was Sie eben jetzt hier auch schon als einzelnes Gleis noch sehen, vor dem Liesenhof so sichtbar. Und wir sind natürlich bemüht, das ist natürlich ein zusätzliches Element, was es bis dato nicht gab, weil einfach dieser Tramverkehr ausgebaut wird und es ist eine zusätzliche Querung über den Platz, beziehungsweise nochmal eine zusätzliche Querung für diejenigen, die den Platz eben in Ost-West-Richtung überqueren wollen. Und deswegen wird es ganz stark darauf ankommen, wo legt man diese Gleise hin. Wir haben eben vorgeschlagen, die möglichst weit in Richtung Bahnhof zu legen, um dann eben genau auf der Seite zur Stadt hin möglichst viel Fläche freizuhalten, freizubekommen, die eben dann, wo kein Verkehr ist, wo wirklich nichts ist und wo sie dann auch von der Besonnung her nachmittags dann einfach gute Situationen auch vor den bestehenden Gebäuden haben, wo sie jetzt nicht dieses Portal haben, sondern wo sie eher den Weg in die Stadt finden. Also auch das ist dann eine Thematik, wo wir natürlich eingebunden sind, wo wir Vorschläge machen und wo wir eben hoffen, mit dem, was wir an Flächen zur Verfügung haben, das möglichst optimal zu gestalten, dass dann auch wirklich Qualitäten entstehen. Dankeschön. Eine Reihe von Fragen. Fangen wir mal vorne an. Bitte immer mit Namen kurz melden. Ja, Michael Geisel, Anlieger in der Schützenstraße. Gibt es denn schon Ideen, wie der Baustellenverkehr aussehen soll? Gibt es eine Möglichkeit, auch der Ausruf von der zweiten S-Bahn-Strecke ist ja gigantisch. Gibt es da Möglichkeiten über Schienen oder gibt es da schon Ideen, wie sowas laufen kann? Das ist gut, dass wir heute einen Projektleiter da hatten. Da ging es genau um diese Themen. Also am Hauptbahnhof ist geplant, dass das Ganze möglichst auf der Schiene rausgefahren wird. Sprich also aber nicht, dass der in die Haupthalle reinfährt, sondern das wird halt dann entsprechend verpumpt oder also verflüssigt und verpumpt, weiter ins Gleis vorfällt und von dort kann es dann abtransportiert werden. Also das sind die Überlegungen, die Sie dafür haben. Eine Ergänzung. Also wir haben es wirklich mit eben also einer mit dem Mammutbauwerk zu tun. Wir haben heute überhaupt noch nicht über die U9 gesprochen. Also auch eben Themen, die eben noch also zusätzliche Herausforderungen bieten. Also nur eben, also man sollte auch das nur angehen, was eben tatsächlich eben auf dem Tisch liegt. Ganz wesentlich wird sein, und das gehört mit zu der Rahmenvereinbarung, die zwischen Landeshauptstadt München und Bahn geschlossen worden ist, das Kommunikationskonzept. Also dass wir im Endeffekt hier mit Ihnen eben, also dass wir eben also wirklich ein großes Konzept werden starten und werden uns eben überlegen, wie wir eben also genau auch diese Detailfragen, weil eben also das ist die Planung und die Vermittlung der Planung ist ein Thema. Die Baustelle über diese Jahre und nochmal Jahre ist eben also tatsächlich eben ein Riesenthema. Dazu gehört eben die Logistik. Das ist ja eben auch hier nicht eine einzelne Logistik, sondern wir haben es im Endeffekt, wenn man nur eben, also ich sitze im städtischen Hochhaus im 8. Stock, wenn ich rausschaue. Bevor ich rausgehe, zähle ich normalerweise die Kräne. Das habe ich eben heute mal weggelassen. Aber wenn man auch dort die Änderungen, die Veränderungen sieht, das ist schon insgesamt eine gewaltige Baumaßnahme. Und ich erinnere nur eben Thomas Simmering, das ist eben die große Tiefgarage. Es gibt so viele Einzelthemen, die eben direkt hier eben sehr nah eben und in der Verflechtung und der Bewältigung auch des Individualverkehrs sind das wirklich große Themen. Bevor wir gleich weitermachen mit der Diskussion, noch ein Hinweis, wem das alles hier, obwohl wir wirklich tolle Präsentationen hatten, noch zu abstrakt ist. Es gibt ja auch Modelle zu dem Ganzen. Und im Anschluss, wenn wir fertig sind, bieten wir einen Spaziergang zu den Modellen an. Der Herr Wils von der Deutschen Bahn darf kurz aufstehen und winken. Dort hinten, der wird hier im Eingangsbereich auf Sie warten. Jeder, der Lust hat, da nochmal zum Bahnhof rüber zu pilgern, sich das nochmal vor Ort, die Gegebenheiten, wie sie heute sind, anzuschauen, zu vergleichen mit dem, was hier geplant ist. Und die Modelle sich anzuschauen, die wirklich auch beeindruckend sind, ist da herzlich eingeladen. Also im Nachgang zu der Diskussion beim Herrn Wils vorne sammeln und dann gehen wir gemeinsam rüber. Aber jetzt machen wir noch die zweite Runde weiter. Fangen wir mal weiter hinten, hatten wir Meldungen gehabt, schon anfänglich, bitte. Ja,
Wacker, mich würde interessieren, inwieweit bei so einer Dimension des Bauwerks und der Personenzahl sicherheitstechnische Überlegungen überhaupt möglich sind, so wie am Flughafen Passagierschleusen. Bei dieser Menge könnte ich mir vorstellen, dass hier sicherheitstechnische Konzepte gar nicht möglich sind. Sonst müssen wir so weit gehen. Ja. Sie meinen jetzt, wenn sicherheitstechnische Überprüfung, so wie es am Flughafen ist, wenn die Leute kommen, dass man Gepäck überprüft und so weiter, ist eigentlich im öffentlichen Verkehr nicht geplant zurzeit. Da müsste schon die Terrorlage noch viel, viel schlimmer werden. Weil sonst können sie nicht mehr den öffentlichen Verkehr irgendwo schließen. Aber das hat jetzt weniger, glaube ich, mit der Baustelle zu tun, ganz ehrlich gesagt. Das ist ja eigentlich mehr für normalen Zugbetrieb und anderem. Mag sein, wenn jetzt noch Schlimmeres immer wieder passiert, dass man umswitcht und dass man dann wirklich Bahnsteigkontrollen irgendwann einführt und so weiter. Aber das ist jetzt spekulativ, absolut zurzeit spekulativ. Es gibt Objektschutzdinge natürlich, aber über die möchte ich ungern hier reden in der Öffentlichkeit. Hier vorne, Sandra hier vorne. Ja, guten Abend, mein Name ist Herr Bauer. Ich bin Vertreter des zukünftigen Eigentümers Bahnhofsplatz 1. Meine Frage ist, wie wird die Einbeziehung der unmittelbaren Anrainer in die Baustelleneinrichtung erfolgen? Wahrscheinlich der Bauherr wieder der Richtige. Das ist aber, das ist auch in der Rahmenvereinbarung, glaube ich, miteinander, weil wir das mit der Stadt zusammen machen, ja. Diese Informationsveranstaltungen laufen ja, müssen wir erstmal genau wissen, wie der Ablauf eigentlich ist, die ersten Varianten haben und dann geht es nur mit der Stadt zusammen. Informieren Sie dann die unmittelbaren Anrainer? Ja. Ja, das kann man fest zusagen, das kann der Uma noch ergänzen. Also das immer gemeinsam machen. Das ist die Zielsetzung eben dieser Kommunikationsvereinbarung, dass wir im Endeffekt eben es kann nicht Ziel sein bei einem solchen Projekt, dass wir eben in unseren Zimmern sitzen und darauf warten, dass sich jemand aufregt, sondern wir müssen auf Sie zugehen, weil wir wissen, um was für ein Projekt es sich hier handelt. Die Zeitschiene ist ja ausreichend im Moment noch, um diese Informationen auch im Vorfeld dann sicherzustellen. Hier im Gang. Enver Hirsch, Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft. Ich habe jetzt einiges ja gehört über die Verzahnung Starnberger Flügelbahnhof, Hauptbahnhof. Wie ist es denn geplant, den Holzkirchner Bahnhof in das Gesamtkonzept einzubinden, dass es also eine Gesamtvisitenkarte gibt oder ist darüber nichts geplant? Ich gehe Ihnen wieder entgegen, genau, da teilen wir uns die Wege. Ja, Elmar, in dem Falle geht es halt nicht, ja, weil da kommt kein Gebäude hin. Wir haben heute über die Empfangsgebäude gesprochen, über Starnberger Flügel und der Holzkirchner Flügel bleibt isoliert da draußen, bleibt eine reine Verkehrsstation, ist dann nur angebunden über dieses künftige, über diesen Steg, der die direkte Verbindung macht auch zum Starnberger Flügel. Ja. Das ist leider schwierig. Wir werden dort Bahnsteigdächer natürlich montieren, aber eins geht nicht, wir können kein Dach entlang von Gleis 11 bis ganz hinter geben. Da haben wir schon einen Einspruch von der Münchner Feuerwehr, weil die müssen dort mit ihren Drehleiterfahrzeugen rein können und da bräuchte man irgendwie ein Klappdach, das man im Brandfall verschwinden lassen kann innerhalb kürzester Zeit oder hydraulisch versenken oder anderes. Also leider, ja. Stört mich auch ein bisschen, aber man kommt regenfrei rüber, indem man kurz bei diesem Gebäude durchgeht. Ich weiß nicht, wer es kennt, und dann praktisch in diesem geschützten Raum mit vorgeht Richtung Gleis 11 und Richtung Fünf-Sterne-Hotel, das heute schon mal genannt worden ist. Und dann ist man sowieso gleich unterm Dach bei uns mit drinnen. Ich weiß, es wäre schön, wenn uns da hinten das noch gehören würde und wenn man dort ein anderes Gebäude machen könnte, aber ist zu spät, da steht schon eins. Achso, er wollte noch ergänzen. Ja, vielleicht für die... Weil Sie fragen nach dem Holzkirchner Bahnhof, natürlich, das ist eine Anbindung. Ich denke, da würde sich, wenn das denn käme, diese Gleisquerung, die haben wir vor Jahren auch schon mal in einer Studie geplant, würden sich natürlich da, würde das aufgewertet, weil Sie natürlich auch an einer Stelle runterkommen. Also Sie haben nicht mehr diesen ewigen Weg da an diesem engen Gleis entlang im Süden. Dadurch würde sich natürlich was verbessern für diejenigen, die tatsächlich dort umsteigen. Natürlich derjenige, der über den Querbahnsteig aus der Haupthalle kommt, muss irgendwie dahinter. Das ist natürlich sicherlich immer ein Thema.
Und was natürlich für uns und was auch immer im Raum steht, ist die Frage auch Verbindung zum ZOB rüber. Den haben wir ja schon vor Jahren geplant. Ist ja auch eine wichtige Verknüpfung, gewinnt ja an Bedeutung letztlich auch die Vernetzung. Und auch da sind natürlich Dinge immer wieder in Varianten, aber das hat was mit diesen Bahngleisen zu tun, inwieweit da irgendwie auch eine Verknüpfung in die Richtung möglich ist künftig. Was ja wünschenswert wäre, dass man da nicht irgendwie an der Straße entlang außenrum, sondern irgendwie auf direktem Weg idealerweise zum ZOB kommen kann. Aber Sie kennen die Situation auch da, kaum Platz, also da kann man auch nur irgendwie überlegen, wie kommt man da mal entlang. Dankeschön. Sie hier vorne hatten eine Frage, ich komme gleich mal. Mein Name ist Getzberger. Ist das laut genug? Ja. Mein Name ist Getzberger. Ich bin Mitglied im Wirtschaftsbeirat. Meine Frau ist seit 7 Jahren und 2 Monaten totaler Pflegefall. Ich fahre sie mit dem Rollstuhl Tag und nachts, nehme ich sie mit, damit sie überhaupt Kommunikation noch hat. Sie kann weder sprechen. Man muss ihr jeden Abend gebe ich ihr das Essen brockweise ein. Das ist die Voraussetzung, warum ich mich hier melde. Ich habe zum Projekt hier nichts zu sagen. Ich bitte nur eines zu berücksichtigen. Rolltreppen sind keine Ersatzlösungen für Aufzüge. Und man hat im Münchner Bahnhof ja zurzeit leider im Bereich der U4-5 die Situation, dass sie Weltreisen täglich absolvieren müssen, um überhaupt hier eine Bewegung zu haben. Diesen Hinweis nur, damit bei den großen Objekten, die hier laufen, zu Kleinigkeiten nicht vergessen werden. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ja auch erhebliche Fördermittel in diesem Bereich fließen, um das zu ertüchtigen. Ja. Danke. Da kann ich Sie beruhigen. Also beim Nucleus sind überall sogar Expressaufzüge mit vorgesehen. Eine ganze Menge an Aufzügen, die dort läuft. Zur zweiten Stammstrecke. Zur ersten Stammstrecke kommt im Bereich dieser Revitalisierung, wie ich es genannt habe, und Erneuerung des S-Bahn-Bahnhofs. Ein weiterer Aufzug jetzt sogar noch dazu ist mit eingeplant bei uns mit drin. Weil einfach, da haben Sie vollkommen recht, der Aufzug ist natürlich was anderes als eine Rolltreppe. Du kannst nicht mit dem Elektrorollstuhl schon gar nicht, aber mit dem anderen auch kaum ohne Unterstützung hier im Endeffekt barrierefrei fahren. Das geht nicht. Aufzüge, stimmt, haben Sie absolut recht. Und das sollte man auch nochmal mitnehmen, Herr Auer, und vielleicht auch von der Stadt her, dass die Verknüpfung insgesamt auch zur MVG und rüber überall mit Aufzügen auch mitläuft. Ja, nicht nur die Verknüpfung eben zu den verschiedenen Verkehrssystemen, sondern wenn Sie vom östlichen oder vom nördlichen oder vom südlichen Bahnhofsvorplatz in den Hauptbahnhof kommen wollen, dann haben Sie im Endeffekt kleine Rampen. Letztendlich haben wir eben unterschiedliche Ebenen. Auch dies ist im Endeffekt konzeptionell auch schon in den Entwurfsstadien eben bearbeitet und muss natürlich eben einfach optimiert werden, verbessert werden, wie wir mit den unterschiedlichen Höhenanlagen, Arnulfstraße oder Bayerstraße und eben dem tatsächlichen Hauptbahnhof umgehen. Danke. Jetzt haben wir noch 2 Fragen, denke ich, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Hier gleich vorne bitte. Fabian Prüschenk, mich würde interessieren, ob nach derzeitigem Planungsstand was gesagt werden kann zum Anzahl der Büroflächen. Also ich meine nicht die zur Verwaltung und Betrieb des Bahnhofs, sondern zur sogenannten Drittvermarktung. Herr Auer. Ich soll auf die Schnelle zusammenbringen. Aber jetzt vielleicht insgesamt BGF-Empfangsgebäude haben wir im Moment, also Bruttogeschossfläche über alles 113.000 Quadratmeter und davon sind dann Büroflächen im Empfangsgebäude 56.000 Quadratmeter Büro. Ich glaube, das sind, Martin, exklusive, glaube ich, der bahninternen Bereiche, sondern das sind tatsächlich vermarktbare, vermietbare Bürobereiche. Dann haben wir noch im Starnberger Bahnhof, auch davon abhängig, inwieweit das Thema Hotel da noch eine Rolle spielt, aber im Moment planen wir da ja überwiegend Büro in den Obergeschossen, eine Größenordnung von ca. 27.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche Büro. Und wie gesagt, in dem Bereich
Randbau zur Arnulfstraße, Ecke Paul Heise, ist eben die Funktion noch nicht so ganz geklärt. Also weil dieser Bau relativ schwierig ist, haben wir schon gesehen, da haben wir sehr wenig Platz von der Tiefenentwicklung. Das hängt davon ab, ob das nördliche Gleis eventuell mittelfristig, langfristig frei wird. Das waren so Dinge, die andere Möglichkeiten eröffnen würden. Aber momentan gehen wir davon aus, dass der Bahnbetrieb da dieses Gleis noch benötigt. Deswegen ist dieser Bereich immer noch so in Bewegung und sozusagen auch noch in verschiedenen Szenarien wird da noch gedacht. Also ich habe ja vorhin mal von den 3000 Fahrrädern gesprochen. Also letztendlich müssen wir, also wenn eben das Vorfeld und wir sprechen von Aufenthaltsqualität, wir müssen im Endeffekt das ganze Vorfeld im Endeffekt auch vernünftig strukturieren, aufräumen und es müssen attraktive Fahrradabstellanlagen sein, die im Endeffekt auch tatsächlich angenommen werden, weil es ist eben ein großer Umschlagpunkt und nicht alle fliegen mit Drohnen, manche fahren auch noch mit den Fahrrädern. Und da ist natürlich eben, prüfen wir natürlich eben jegliche Option. Da sind eben, also ich habe schon vom Luftgeschoss über der U-Bahn gesprochen, von den Bunkeranlagen gesprochen, aber auch das Gebäude, über das Herr Auer gerade gesprochen hat. Das heißt, es muss insgesamt ein stimmiges Konzept sein. Und da sind wir eben, also wir müssen noch die sowohl die Planfeststellung, das Verfahren mit eben allen Beteiligungshorizonten, aber auch eben das Bebauungsplanverfahren, die müssen auch erst noch gemacht werden. Und da werden natürlich auch die Bürger und Bürgerinnen gefragt. Ja, gerade die Büroflächen neben den ganzen verkehrlichen Aspekten sind natürlich auch ein wichtiger Faktor in München. Wir laufen auf eine Leerstandsquote von unter 4% Büroflächen. Das ist, nennt man so den strukturellen Leerstand. Da ist eigentlich nur genug Platz, um umzuziehen. Und insofern ist auch hier in innenstadtnaher Lage an so einem verkehrsgünstigen Knotenpunkt sind diese Büroflächen, glaube ich, dringend gebraucht und nachgefragt und führen natürlich auch zu einer langfristigen Attraktivität des ganzen Umfeldes. So, die letzte Frage. Der Hammer. Ja, als Projektentwickler bin ich natürlich dann sofort angesprungen auf die Frage, wer macht denn die 83.000 Quadratmeter? Macht es die Bahn selber als Marktteilnehmer oder wird es dann Investorenausschreibungen geben? Das ist die eine Frage und die andere ist, wie gehen Sie denn mit dem Denkmalschutzproblem um vom Starnberger Bahnhof? Das klang vorher so ein bisschen an. Führt es vielleicht zu einer Verzögerung, zu einer weiteren in der unendlichen Geschichte? Oder ja, kriegen wir das im Griff, wenn der Denkmalpfleger in Ruhestand geht oder sowas? Also auch die Frage des Denkmals hat eine Geschichte. Als der Wettbewerb 2003, 2004 eben also entschieden worden ist, da war als Wettbewerbsvorgabe der Starnberger Flügelbahnhof überhaupt noch nicht unter Denkmal. Deswegen gibt es auf der einen Seite eine gewisse Frage des Vertrauensschutzes. Die andere Frage ist natürlich eben, also und das wirft uns natürlich das Landesamt eben vor, dass sie sagt eben, also der Entwurf damals war ein anderer, das war ja noch kein Hochpunkt. Und das wird natürlich wird es eben noch Auseinandersetzungen geben und es wird eben also Fragestellungen geben, genauso wie eben der Gesichtspunkt. Es hat vorhin eben, ich glaube, der Herr Salzer hatte eben über die Identität Münchens gesprochen. Der Stadtheimatpfleger sagt natürlich, wir haben das Altstadtensemble und der Hochpunkt ist schon sehr nahe dran. Aber das sind Themen, die wir im Endeffekt in den verschiedenen Verfahren bewältigen müssen, denen wir uns stellen müssen. Das sind aber eben, wenn Sie die Zeitung aufschlagen, das sind eben nicht Themen, die eben also jetzt uns ganz neu sind, alte Akademie oder eben sonstige Themen. Also das sind schon regelmäßige Themen, wo wir arbeiten und wo wir im Endeffekt auch versuchen, mit dem Denkmalschutz zusammen zu eben also einer Konsenslösung, einer vernünftigen Lösung zu kommen. Bei den Büroflächen hätte am liebsten Herr Josel, unser Konzernbevollmächtigter, den ganzen Starnberger Flügel, damit man die Bahnen an einer Stelle in München sammelt. Das ist aber überhaupt noch nicht entschieden, was wir tun, was Fremdvermietung ist und was wir Eigenbedarf dann mit haben, weil das wird man locker unterbringen in diesem Bereich dort mit draußen. Ist aber noch offen. Bevor es jetzt an die Danksagung geht, der Hausherr, dem kann ich die letzte Frage natürlich nicht verwehren. Der hat sich noch gemeldet, der Wickenhäuser. Sie haben das... Die letzte Fragerunde. Das ist keine Frage, sondern ich möchte mich beim Wirtschaftsbeirat, bei Ihnen, bei allen sehr herzlich bedanken, dass diese Veranstaltung heute auch bei uns hier in unserem Hotel stattfindet. Denn das ist ja mitten im Geschehen drin. Sie atmen ja die Luft dieses Problembereichs jetzt die ganzen 2 Stunden schon ein. Und meine Familie tut das seit 104 Jahren an dieser Stelle. Und Sie sehen, es tut einem gut. Und
Deshalb möchte ich mich als Haus sehr bei Ihnen bedanken. Und wir werden uns sicher öfters mal wiedersehen bei dem Thema. Und ich hoffe, dass wir das immer in konstruktiver Atmosphäre tun können und hoffe auf eine gute Zukunft für unseren wichtigen Hauptbahnhof. Dankeschön. Ja, wir sind ja hier beim Wirtschaftsbeirat und die Attraktivität der Städte ist ausschlaggebend auch für die wirtschaftliche Prosperität der Städte. Und da gibt es ja viele Diskussionen, wie muss eine Stadt der Zukunft aussehen? Und Stadt München ist ja hier nicht isoliert. Sie hat viele Vorteile mit Bayern, mit der Münchner Eigenart als Wettbewerbsfaktoren. Aber sie muss sich auch dem internationalen Wettbewerb stellen. Und ein modernes Tor, eine moderne Visitenkarte als Eingangstor für die Bahnreisenden in die Stadt ist einer der wichtigen Aspekte dieser Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, da können wir viel erreichen, viele Akzente setzen und bedanke mich bei allen Beteiligten hier für diesen tollen Einblick, für die Ausdauer. Auch Ihnen herzlichen Dank für die Ausdauer. Wir sind jetzt über 2 Stunden hier und diskutieren über das Thema. Und jetzt ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Danke, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie uns den Einblick gegeben haben. Wir haben hier kleine Präsente. Danke, Herr Auer. Noch ein Applaus für Arten von allen. Wir haben hier Wein vom Fränkischen Weinbauverband. Wir bleiben also in Bayern im weitesten Sinne. Herr Uhmann, auch nochmal Applaus. Vielen Dank. Und Herr Pichler, vielen Dank für die engagierte Präsentation. Dankeschön.